Moin meine ganz Stützchen, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einer weiteren Folge Crash Team Challenge. Heute in der fünften Runde. Zum fünften Mal findet Crash Team Challenge statt. Wir haben 16 Kandidaten mal wieder rausgepickt. Die Creme de la Creme seht ihr hier in 4 Teams verteilt. Und die werden heute um den Sieg spielen. Wir werden 16 Strecken wahrscheinlich fahren und jede Runde wird es Punkte hageln. Es gibt Punkte für gute Platzierungen im Rennen. Jede Runde. Es gibt Punkte für zerstörte Fahrzeuge. Es gibt Punkte für einen richtig geilen Rammler. Ja, dafür gibt es alles Punkte. Und wer dann, welches Team dann die meisten in einem Rennen gesammelt hat, sammelt dann in der Gesamtpunktzahl nach dem Mario Kart Prinzip dann 5, 3, 2, 1 Punkte. Und wie gesagt, 16 Runden spielen wir. Sollte doch Danke ganz witzig Intro. Werden. Oh ja, Dalu, ich wünsche schon mal viel Spaß. Geht mal in eure Teams. Wir sehen uns sofort auf der Strecke. Es sind mit dabei in Team Nummer Grün. Christian, Felix konnte es auch noch einrichten. Mega nice. Er hat es auch geschafft, auf seinem Longboard reinzudüsen. Ich gerade wieder runter. Ich kann mal fragen, was da los ist. Ja, mach das. Milchbaum ist in Team Grün und Dizzy, ja? Die sind alle da oben in Team Grün. Dann haben wir noch in Team Gelb. Das könnt ihr anfeuern mit Team, mit Jonathan, mit Matti, mit Johnny und mit Scissor. Das ist mein LOL-Team, ja. Das ist das League-Team. Die sind richtig, richtig krass, ja. Eigentlich auf der Botlane, aber hier heute auch auf dem Track. Team Rot ist Peter, Dalu, Mango und Sintika. Ja, die vier, die werden heute alle von der Strecke ballern. Vielleicht auch mit guter Musik. Und Team Blau ist Brammen, Jen, Dave und die Nancy ist wieder mit am Start. Ja, das wird geil. Wir werden auch im Stream einige Wetten haben. Da werden die Mods sich vorzüglich drum kümmern hier. Und unsere Punkte auf Twitch können hier gesetzt werden. Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Event. Wir gehen jetzt mal runter zu den Teams. Felix schiebe ich einfach mal hier in Team Grün runter. Der gehört nämlich dahin. Und ja, ja. Ich hoffe, wir werden mal wieder irgendwelche Regeleskapaden haben oder so. Wir haben vorher extra eine Testrunde gemacht, damit wir jetzt nicht das blaue Wunder erleben in den ersten Sekunden. Von daher bin ich optimistisch, dass das jetzt alles klappt. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr habt schon euer Lieblingsteam gepickt, was ihr heute anfeuern werdet. Aber manchmal gibt es auch so einen Publikumsliebling, der sich da etabliert mit der Zeit. Bin sehr gespannt, was heute die Meta ist. Wir möchten den nicht im Team. Okay, was geht denn hier jetzt? Oh Mann, ey. Okay, ja, wir gehen jetzt zu Bram, um die Anmoderation zu hören. Ja, ich möchte zu Team Blau. So, die Team Jen Blau. Haben könnte. Wir könnten machen Kessel-Gen. Ja. Wir machen Kessel-Gen. Hier werden oder schon Taktiken besprochen. Ich werde mal auf bereit setzen und hier ins Game wechseln. Die Teams haben Bock. Ja, Sepp, also hier gibt's nichts zu hören. Habt ihr Bock? Seid ihr heiß? Ey. Wie sieht's aus? Wir brauchen gerade ein Synonym für Tank. Team Blau, für Tank? Ja. Boah. Tagesaufgabe was auf Jen passt. Tagesaufgabe für den Chat, irgendwas mit Jen und Panzer oder Bus. Oder Aquarium. Okay. Das finden die Leute noch raus. Team Blauer Lachs. Ja, ich glaube, das war letztes Mal so. Ich wünsche euch viel Erfolg. Rock das. Und Bram, ich komme gleich nochmal für die Anmod. Mhm. Ihr schon X richtigen. Auf dem, X auf dem Controller. Ich weiß nicht, spielst du mit Controller oder mit. Seid ihr heiß? Seid ihr heiß? Ja, dann X. Habt ihr Bock? Ja. Ja. Ich habe gerade schon überlegt, wer ist denn hier so am Rumflüstern, aber es ist Sebastian, der Moderator. Achso, eigentlich müsste ich lauter sein, aber hey, Discord ist immer Premium. Also, ihr habt Bock, ihr seid on fire, ihr seht euch auf Platz 1, ne? Wir sind Team Rot. Das liegt daran, dass wir unsere Autos mit dem Blut unserer vorherigen Teilnehmer eingefärbt haben. Oh, das klingt gut. Ich gehe mal direkt weiter. Das klingt. Das lassen wir direkt verstehen. Okay. Mann. Team Gelb, wie schaut's aus bei euch? Seid ihr heiß? Ja. Sowas von heiß. Wie Frittenfett. Ja. Also, wir sind quasi zwei Leute ohne Haare und zwei mit. Das gleicht sich perfekt aus. Wir können nur gewinnen.
Das ist mega. Weil jeder weiß, Autofahrskills hängen von den Haaren ab. Ja, das ist du, ja, die müssen sich ausgleichen. Okay, nice. Was? Okay, I like it. Ich sehe euch gleich auf der, wir sehen euch gleich auf der Strecke und ich hoffe vorne von auf hinten. Platz 1. Ach nee, warte mal, du ja auch von vorne, ne? Moment, alles zu. Schwierig, aber. Alles abgeduscht, so, ich rein. Team Grün. Ist nicht sauber. Ich will ja einen Kampfschrei von euch hören. Seid ihr heiß? 3, 2, 1. Nice. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich wünsche euch viel Erfolg. Bis gleich. Ich sehe auch Wasserleiche. Auf dich gewartet, Sepp. Alles gut. 3, 2, 1. Was genau hier ganz schön? Ich bekomme so 10. Johnny, stehen geblieben, sind die gleiche Richtung. Warte mal, wir müssen noch in die falsche Richtung. Oh mein Gott. Ich bin das Letzte, aber macht nichts. Direkt gegen den Bus geballert und Nancy drängt hier schon Peter. Okay, Sonja, technische Probleme. Ich hoffe, dass Johnny überschlägt dich. Ne? Da ist sie jetzt selbst schuld. Gut. Ja, gut. Richtig. Alter, Nancy rollt übel sauer. Gar kein Problem, Sintika liegt. Die hat ja heftig trainiert, glaube ich. Ihr müsst mir am besten sagen, wo ihr langfahrt. Scissor ist noch auf dem Weg. Nancy hat sich jetzt Mango noch für mich Platz 1. Alter. Mango ist Nancy ist weggehittet worden. Wir haben gerade erstmal Milchbaum weggehittet. Christian und Mango sind hier am Start. Ich werde mal hier vorne. So. Warte mal, wie ging das denn nochmal? Jawohl, Dadu ist auch weg von Matti. So. Wir gehen mal in Team Rot rein. Ich bin gefahren da rechts auf dem Vorsprung. Ja, ich muss ja auch erstmal wieder reinkommen, oder? Christian führt hart. Und dann werden schon Ausflüchte gesucht. Wöchentliche Aufnahme. Ja, wir haben Team Rot. Alle 2 Wochen nehmen wir auf. Alter! Oh, das war der blaue Bus hier, Alter. Christian hat aber auch kein Glück in dem Game. Der hat immer das Problem, dass der richtig, richtig hart gebumst wird. Ich nehme noch momentan erstmal mit, bis das nächste Video kürt. Aber gerade mag ich okay, ich bin das, nicht mich weghauen. Sehr gut. Ja, ich fahr auch rechts vorbei. Perfekt. Das zählt? Oh mein Gott, hab ich geschummelt. Okay, das zählt. Guck mir mal Team Gelb an. Okay, Bus ist voll. Guck mir mal Team Gelb. Nicht, dass ich hier mein Team schalte. Oh, Johnny! Team Gelb ist aktuell mit Team Rot auf dem letzten Platz. Mann, Johnny, lenk die mal ab. Aber es sind ja auch noch einige Runden. Ich hab immer eine einmal getroffen hier. Das ist ja unangenehm. Nancy hat schon so hart aufgeräumt. Leute, ich gebe mir Mühe, aber ich habe noch nicht so viel Damage gemacht hier. Alter, und Marty hat auch einen... Oh Gott, die Busse. Du versuchst jetzt am besten, so rot zu targeten, weil die gerade Erster sind. Du siehst das oben links. Ja, Grün hat sich gerade auf den ersten Platz vorgeschummelt mit 34 Punkten. Aber Gelb... Versuch mein Bestes. Gelb ist hart. Gelb ist hart. Jonathan, besser Gelb auf Platz 7. Ja, ich bin leider schon weg hier. Ja, aber den Grünen, den machen wir jetzt weg hier. Oh, Nancy ist Baum gerammt! Oh, das war so knapp! Aus dem eigenen Team! Da ist wieder der Stein. Guck mal bei Team Grün rein. Die Busse. Oh, alles klar, ich bin down. Und wir haben live mitbekommen, wie Jen gerade Christian weggesnackt hat, der so schön Punkte für Team Grün geholt hat. Ach, schade. Aber wir haben hier Sintika. Oh, Sintika stellt sich hier quer. Oh, yes. Oh, okay, gut hier durchgekämpft. Sechste Position. Noch richtig, richtig Zeit. Und wir gehen in die vorletzte Runde. Wir müssen einfach hier jedes Rennen Punkte und Punkte Peter und Punkte sammeln. Peter ist richtig, richtig weit vorne. Überrundet. Und Team Grün bleibt einfach am Leben. Ist aber noch heiß. Wegen meinem Controller. Team Grün ist noch auf dem zweiten Platz mit 48 Punkten. Oh, wir können noch in den Johnny da weghauen. Der ist fast kaputt. Oh. Aber Peter hier vorne führt. Milchbaum ist auf Platz 9. Wurde überrundet oder was? Sintika, guter Peter Treffer. Fährt jetzt hier gleich durch Startziel durch. Aber wir bleiben noch auf der 6. Oh, Jen hat ihn leider verfehlt. Gelb aber Peter, ja gut, nimm doch den Pfosten mit. Oh, das war noch gar nicht, der ist noch gar nicht durch. Das ist nur die letzte Runde, hier ist noch alles drin. 73 Punkte, aber hat ordentlich gepunktet. Leider mitgenommen. Ordentlich gepunktet geht für Jay Team nochmal Rot. Vorbei. Aber eine Runde Felix hat, glaube ich, Bock auf Jay. Der wird ihn drehen. Dreh ihn, Felix. Felix, dreh ihn, du nimmst den kürzeren. Oh, Jay! Was? Oh, Jay gegen den Reifen, der unzerstörbar ist. Fuck. Oh. Was ist Fuck? Was ist denn? Ich wurde gerade erwischt auf das Pitbull. Bitter. Ah, schade. Das bitter. Schön aber Felix. Hol die Punkte. An jetzt? Jay dran. Ja, P5. Dizzy. Scheiße, Jay an Dave. Peter Silie ist Dave. Peter hat gewonnen. Peter ist durch. Und ich glaube, Sintika ist auch ganz gut am Punkten, was Zerstörung angeht. Da muss man zurücksetzen oder brauchen? Auch noch am Start. Oh, Dave wurde hier gegen den Stein geballert. Ach, komm, okay. Und Milchbaum und Dizzy sind auch über die Ziellinie. Keine starke Runde, aber Runde muss ich fahren. Ja,
Ein bisschen weit hin. Doll drücken. Nein! Oh nein, Mischbaum ist in der letzten Runde noch kaputt. Weil ihr nicht an mich geglaubt habt. Doch, ganz fest. Marty auf Platz 9. Ach, Schnuffi, ich glaube immer an dich. Wird, glaube ich, hier hart durch die Gegend geschubst. Ich weiß nicht, sie versucht auch rückwärts zu fahren, oder? Kann sein, dass sie vielleicht besser auf den Bus wechseln sollte. Das sind die ganzen 69 Punkte, das ist perfekt. Glaube ich, sehr gut gemacht, das sehen wir gleich noch in der Gesamtübersicht. Das heißt, eigentlich sollten wir noch vor Grün noch vor die anderen. Ich gehe mal in den Allgemein-Channel, damit wir hier ungestört und sofort die Punkte angucken können. Peter hat 49 Punkte gesammelt, Mango 36, Dizzy, wo ist der Zittiger? 14. Also Team Rot wurde von Mango und Peter getragen. Bram hat noch ordentlich gepunktet mit Dave. Und Grün wurde getragen von Dizzy und Dena. Gelb ein bisschen abgeschlagen. War Jay ein bisschen alleine. Aber war ja auch erst die Runde. Die erste Runde. Und ja, für Team Gelb lief es jetzt nicht so optimal, sage ich mal. Die müssen sich noch einfinden. Sind auch alle, bis auf Jay, neu mit dabei bei Wreckfest. Das heißt, ja. Bisschen, ja, Welpenschutz haben die noch, sag ich mal. Die werden noch heiß. Nancy aus dem Mutterschutz, aus der Babypause, auch auf der Strecke, hat, glaube ich, ganz gut abgeräumt, wenn ich das gesehen habe. Also, wow, die ist direkt sehr wertvoll in Brams Team gewesen. Aber, ja, ich glaube, Bram wurde sehr, sehr früh ja sehr rausgenommen, weil der Start dann so kacke war, weil Sintika da übelst gut am Start aufgehalten hat. Ja, damit geht Team Rot in Führung mit 5 Punkten. Team Blau hat 3 Punkte noch ergattern können, Team Grün 2 und können wir in der großen Übersicht nochmal eben sehen. Und Team Gelb hat 1 Punkt erwirtschaften können. Ja, ist ja noch ganz lange hin. Christian wechselt hier jetzt gerade die Strecke und dann würde ich sagen, geht's direkt weiter, Leute. Geht's direkt weiter? Starten wir rein. Starten, let's go. Und wir hören uns mal an, was Team Blau so am Plan ist. Ja? Du mach das. Du kannst auch wechseln. Aber wir haben ja keine Teams. Also ich würde jetzt... Wieso haben wir keine Teams mehr? Stimmt, wir haben keine Teams mehr. Oh. Achso, warte mal, ich muss mal zu Christian. Da wurden die Teams zurückgesetzt. Komisch, Jen ist gefühlt immer Christian, dabei. Kannst du kurz noch mal gucken nach den Teams? Das wurde aus irgendeinem Grund wieder zurückgesetzt. Ja, okay. Oh, stimmt. Aktuell gibt es gar keine Teams. Ich kann gar kein Team auswählen gerade. Ja, ja, genau, das muss in den... gar nicht einstellen gerade. Da gibt es gar keine Teams bei mir gerade. Jeder gegen jeden gerade. Warte mal, kannst du jetzt was einstellen? Nicht so. Nein. Es gibt einen Qualifying-Sprint-Modus? Kannst du jetzt was umändern, Christian? Jetzt ich kann halt nur Teams zwei einstellen, ja, warum auch immer. Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt wurde wieder was hast Regel du denn geändert? Gerade geändert? Du musst einmal von Banger Race auf Teamrennen umstellen. Ah, jetzt geht's wieder. Nice. Kann ich auf grün? Jemand ist noch grün. Nice. Also da bitte einmal das Team wieder anpassen. Dankeschön dafür. Guck mal, hier wird fleißig gewechselt. Mega. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5. So, Busse. Checken wir mal eben, Blau ob denn hier Busse. Alle richtig sind. Blau, blau. Blau, das ist ein blauer zu wenig. Wer fehlt denn noch? Nancy ist blau, Jen ist blau. Ich weiß gar nicht, wie viel Punkte Dave man, oder Bram? Man dafür 10? Dave, wo ist Bram? Kaputt machen. Bram ist da, Bram ist noch gelb. Wir gehen mal im Bram ermahnen. Oh, Nancy ist Team Blau, Jen ist Team Blau. Okay, der Bram hat es schon selber mitbekommen. Petersilie ist alles Team Blau. Gut. Sehr gut. Wir haben wir kriegen schon mal keine Minuspunkte. 4 in da Grün. Muss richtig wehtun, wenn einer falsch macht. So 15 und Minus. 4 in ja, Rot. Aber es soll auch niemand darauf hingewiesen werden. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Zweite Runde. Hier am Start. In Wreckfest. Wreckfest. Ein paar. Christian, Nancy, Jen, Matti, Cynthia. Ende. Was haben wir denn jetzt hier? Ja. Oh, Sepp cheatet wieder. Sepp fährt mit dem Sunrise super, ey. Ja, ich bin wieder hardcore am Cheaten. Also, Team Blau. Wenn du viel Sims, die Strecke halt auch irgendwann eng, ne? Team Blau hat Bock.
Wir haben aktuell 1, 2, 3, 4, 5 Busse. Und ich überlege, ob ich mir jetzt eine Nische suche. Zwei in Blau komplett haben einen Bus. Und dann später erst reinkomme, weil ich zwei in Blau am Bus reinkomme. Und sonst jedes Team nur einen Bus. Die schon angedamaged sind. Die erste Runde normal fahren, ja, kriegt man auch einen gute Punkt. Taktik. So. Ja. Und ab da. Ja, das mache ich jetzt. Geil. Einfach mal einen kleinen Schlitz suchen und dann ab dafür. Okay, Bram versucht einen kleinen Schlitz zu suchen. Hier erstmal alle. Hat überschaubar funktioniert. Oh, okay, Christian ist Bus und wird direkt. Nein, Dave, ich rette dich. Tu ich nicht. Aber Bram, danke für deinen Einsatz. Bram hat schon wieder so weg. Einen miesen Start. Der kommt eigentlich los, gut weg. Boah, Chris, lass mich gehen weg. Oh, Peter, ich hab untersteuert. Bram kommt gut Saison weg. Ist schon Half-Life, erste aber Kurve. Nicht oh, schön, gut vom Fleck. Bram ist ordentlich nach hinten gepatapultiert worden. Alles gut, ich fahr links an dir vorbei, Jen. Aber wen haben wir denn vorne? Dena hat richtig, richtig Platz gut gemacht. Ich damage mich selber, wenn ich normal fahre. Dann haben wir Dave, der gerade die Führung übernommen hat. Chris hat mich ich kann nicht einfach drauf wechseln. Okay. Scheiße. Hier werden. Oh, Nancy ist schon fast kaputt. Okay, sieht schon mal gut aus. Holy shit. Wir gehen mal bei Team Rot rein. 90 Grad Kurven. Ja, und vor allem hat es ja schon in hat der, sich ein bisschen in der überschätzt. Für die zweite Bremsen. Also, das ist ja. Syndica hat hier die Chance. Oh, kannst du hinter mir die wegmachen, Syndica? Ja. Ich komm nicht um die Kurve. Oh, hat Dizzy leider verfehlt. Aber kann jetzt hier Johnny nicht aufhalten. Scissor auch nicht. Ein Trickschein ist nicht verscheißt. Oh nein! Das hab ich auch im ersten. Oh nein! Okay, ich sterbe. Oh, wie bitter. Und Jen nimmt das jetzt mit und macht dir noch richtig Schaden. Du hast selbst schon reagiert. Das war. Autsch. Ich leiste mir hier einen Kampf mit Felix von der Laden. Peter, Dave. Dave. Und Felix. Welche Einstellung sind beim Schuss nur das Beste und die Lenkung? Also nur Lenken und Bremsen erhöhen. Alles andere ist Quatsch. Peter, bist du blau? Nee, ich bin okay. Rot. Jetzt schon. Das müsst ihr klippen, Leute. Highlight nur noch Dritter. Bisher. Das war ja insane geil. Oh, da wollte Jay gerade versucht, mich zu killen. Ich hab Dizzy fast gefinisht. Der ist low. Wir gehen mal bei Team Gelb und hören uns da an, was Jay wollte. Bist du tot? Ja. Ist das wirklich passiert? Oh mein Gott. Aber ja, ist wieder Demolition-Fahrer. Ihr dürft euch niemals gegenseitig rammen. Er hat mich einfach auf die Knie gehauen. Also wenn das absichtlich gewesen wäre, dann wär's ja witzig, ne? Ja, also ich sag mal, die Handkurse war jetzt nicht so. Schade. Du hast hinten noch ein. Was spielst du mit Controller oder Maus und Tastatur? Okay, Jay hat sich nach vorne gekämpft. Tastatur. Ich weiß nicht. Oh, Peter! Überschätzt sich da vollkommen und hat das gemacht, was Jonathan gerade machen wollte. Versuch mal gleich den. Wer fährt? Marty fährt andersrum, ne? Versuch gleich mal. Der ist gleich auf Start und Ziel, der Grüne. Ach, Miss Orch. Aha. Wenn du da bist. Friendly Fire ist übrigens. Wo du gerade bist. Das kann ich bestätigen. Oh, Jen! Nicht auf mich? Nicht auf mich? Danke. Gut. Nein. Jetzt ruhig mal Johnny jetzt hier auch aber machen. Aber vielleicht Peter. Grün auf Start. Ja, Peter und Bram auch nicht. Was ist da er los? Ist erster, aber Dena ist am Start. Das ja, leider bin ich da gerade nicht. Syntica. Ja, ist egal. Du kommst gleich in die hat gleich. Sich selbst ausgenockt. Oh nein. Sie sind schlittern gekommen und. Aber der ist doch schon weg. Dann haben wir eine Chance zu gewinnen. Oh Gott. Also der ist taktisch insane. Wir gehen mal zu Team Grün. Jemand anderes. Ich sag's euch doch. Felix ist der deutsche Snoop Dogg. Angeführt von. Ja. Team Grün wird angeführt von Dena. Sorry, ich war gemutet die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit im Rumschreien. Das war besser für euch, glaubt mir. Aufpassen, wenn du aus der Rechtskurve rauskommst, da steht ein roter Bus quer auf der Fahrbahn. Und Jay ist ganz nah dran. Es leben, glaube ich, nur noch Busse und yes, okay, das geschafft, Führungsfeld. Geschafft. Jay, aber, oh! Ja, 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 ja. Oh, ja, Jay erwischt, das ist gut, hast Platz. Ja, aber Jay hat mein Front, Double mein Hit rechts erwischt, und Jay ist einfach raus. Okay, okay. Aber es ist noch okay. Ich kann, es geht noch. Oh Gott, jetzt kommt. Nee, Mango und Dave! Ich könnte unsere Runde hier auch noch. Hier. Oh, Dave. Ja. Dave wird, glaube ich, nicht ins Ziel kommen. Zwei Runden schafft er nicht mehr. Das wird ein hartes Battle. Vielleicht war hier Bus auch die bessere Entscheidung. Ja, mal eben machen das für dich. Aber du bist raus, oder aber wie? Bus sammelt ja, nur kaputt. Punkte. Ihr seid alle raus? Nee, Chris ist noch da. Scheiße. Oh, Johnny ist jetzt leider tot. Grün, oh, oh Johnny wurde auch getötet. Oh, Grün. Oh, du hättest sie rammen können, dann wäre sie vielleicht kaputt gegangen. Ist noch Felix ja, und Christian im Bus.
Nancy versucht jetzt hier noch Punkte zu sammeln, indem sie einfach fährt. Das ist mega smart. Okay. Denn es gibt nur noch 8 Leute auf der Strecke und einfach richtig rumzufahren mit dem Bus gibt dir jede Runde Punkte. Oh, aber Christian! Christian hat einfach Nancy getötet. Oh, Christian wird von Jay abgesnackt. Oh, uff. Was war denn da los? Okay. Ich kann die Platzierung hier einblenden. Off. Hat verbergen, dass dieses off. Rechteck mit dem. Okay, wir gehen mal zum Führungsteam, okay, Team Blau. Ich bin außen, Achtung. Ja. Aktuell Team Blau am Führen mit 63 Punkten. Jetzt kommt nämlich das Mango. Oh, Mango wurde hart gehittet. Muss der noch eine Runde? Ja, du musst noch zwei sogar noch. Autsch. Ja, und das ist halt sogar, ich hab noch Hälfte HP. Autsch. Die Jen macht ihren Job, glaube ich, sehr gut. 28 HP ist der nächste von dir, Jen. Und direkt dahinter ist Peter. Es gibt noch Dave, der mit fährt 43. Nicht so lebhaft. Nächste Kurve dürfte das sein, wenn ich das richtig habe. Ja, Mann! Und Jen in Team Blau. Das da wird echt eng zu Team Rot. Die haben noch zwei gute Peter. Fahrer. Die haben einmal Peter und Mango. Okay, beide müssen danach noch eine Runde fahren. Ja. Rot ist wichtiger. Wer fährt denn noch? Ja. Mango und Peter fahren noch. Gucken wir mal. Okay, was Peter, ich Mango. Rot irgendwie. Jay hat Peter am Arsch. Nach der Kurve kommt Mango. Mango kommt jetzt gleich um die Kurve, Jen. Oh, yeah. Mango kommt gleich um die Kurve. Ich bin gespannt. 150 Meter, 100 Meter. Jetzt kommt er um die Kurve. Oh, Mango wurde gehittet, aber nicht genug. Setz dich mal zurück, setz dich mal zurück. Mal gucken, wo du spawnst. Peter hat einfach Jay sowas von am Arsch. Aber Jonathan ist auch den auf den Fersen. Manchmal wird man ja auch so komplett crazy zurückgesetzt. Aber dann versuchen jetzt beide natürlich noch richtig viel Strecke vor sich. Felix anzugreifen, aber der fährt so gut vorneweg. Dave muss nur überleben, mega. Auch ganz wichtig. Ja. Peter hat sie zu kämpfen mit den Autos, die im Weg liegen. Dann kriegst du Mango. Oder? Nein, den hat sie. Und Dave ist hier. Oh! Ja. Peter einmal richtig hart gehittet. In seiner, ich glaube, letzten Runde. Oder Mango muss auch noch eine Runde fahren danach, Jen. Also muss ich die noch zwei Fahrer haben und die Möglichkeit auf den Sieg. Sie hat mich nur fest getroffen. Ja, aber ich dachte, so ein Big Hit oder so gibt auch Points. Da ist Dave. Ja, gibt doch aber nicht so viele. Oh no, treff ich jetzt noch auf Jen auf der Startziel. Ja, okay. Sie ist aber auch an ihr vorbei und Jen sieht einen Roten entgegenkommen. Das ist Mango. Aber sie konnte nicht schnell genug reagieren und Mango konnte sich retten. Du musst es schaffen, Mango. Du musst noch eine Runde retten. Sie konnte sich retten. Oh mein Gott. Das heißt, beide das ist von euch ultra knapp. 71 zu 75 Punkte. Da kommt Jen. Entweder rack Jen jetzt. Gib Punkte. Oh, Jay kann noch den abschießen und Jay hat ihn noch überholt. Nice. Aber Peter kam noch an Jen vorbei. Jetzt noch Mango dran vorbei. Oh mein Gott. Das gibt richtig Punkte für Team Rot. Das erste Platz gibt ordentlich Punkte. Damit dürften sie jetzt sofort die Führung übernehmen, glaube ich. Oh nein, sie kommt jetzt wahrscheinlich von vorne rechts auf der langen Geraden treffen. Vielleicht in der Kurve. Dizzy gibt natürlich auch noch Punkte, aber Mango würde, glaube ich, mehr Punkte erreichen. 45. Mango ist jetzt super wichtig für Platz 1 oder nicht. Da kommt sie jetzt gerade vorne. Mango muss aber noch die Ziellinie passieren dann. Zick, zick. Oh, der Rack, und das sind die Punkte für Team Blau. Weil sie jetzt die Wrecking Points gekriegt hat, aber sie kriegen doch so oder so. Und damit bekommt Team Blau durch Dizzy auch noch Punkte. Mega. Mega. Ich hätte weiterfahren müssen, hier an der nächsten Kurve. Ich gehe mal zu Team Blau, die freuen sich wahrscheinlich. Das war ja richtig smart gespielt von euch. Ja. Du musst halt auch gucken, dass das auch ein Ding ist, das Gelb und Grün durchkam, damit Rot keine Chance hat. Alter, mega gut. Wie gut das mathematisch alles aufgegangen ist, ey. Jay hat am meisten Punkte diese Runde geholt. Okay, das ist echt eine gute Taktik. Ja. Dena, sehr gut. Peter. Alter. Ja, und dann Jen mit 24 Punkten beim Racken dabei. Nancy hat auch noch mit 12 Punkten richtig geil weggerackt. Und Sintika hat auch noch ein paar mit ihrem Bus geholt. Jetzt muss ich Stress packen. Und ich saß da und hab die ganze Zeit so voll mitgefiebert so. Geilo Schmeilo, ey. Taktisch insane. Taktisch einfach insane, ja. Mal wieder. Mal wieder. Aber das war wichtig für Team Blau, ja, denn dadurch nur darauf ausgelegt, Jay auch mal werden sie sich nach vorne katapultieren. Ja, genau. Vielleicht skippen wir dieses Gefährt hier. Mal gucken, ob Christian das mitbekommt. Wir machen jetzt. Ja. Ich bin jetzt einfach vorsichtig.
Aber Jen schwitzt. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Auch irgendwo im Norden, deshalb stay hydrated, ja, Leute? So ähnlich ist jetzt Brust wieder gut? Brust wieder gut oder ja nicht? 8 so. Punkte für Team Rot, 8 Punkte für Team Blau. Ich glaube, das muss Krabben beantworten. Nice. Moment, so, sorry. Nice. Richtig stark. Was fahren wir? Oh, bleibt die spannend. Ist super eng. Ja? Bleibt perfekt. Die ist super eng. Und du startest am Anfang in so einer Nische. Okay. Die nicht zur Strecke gehört. Strecke, wenn ihr links auf Serverinfo geht, mal gucken, was, da könnt ihr Streckenlayout sagt. Dann hat das Team Rot. Team Gelb würde ich, wäre ich jetzt schon traurig an deren Stelle. Wenn ich sehe, so 3 Punkte zu 8 Punkten. Oh! Ja, das ist schon Blow. Der Diss von Mango hier. Ja. Aber Gelb konnte mit Grün gleichziehen. Aber Blau ist auch ein starkes Team. Die haben Jay und Dave. Blau konnte gleichziehen. Nancy nicht Busfeld, überrascht mich, weil die ist auch. Wir wechseln gleich direkt Bus die Szene. War. Wenn es losgeht, es sind noch 100 Sekunden. Ich fahre Bus. Hatten die 2 Busse? Ich werde aus meinem Fehler lernen, den ich gerade begangen habe und direkt die Szene. Ja, das ist uns auch schon mal aufgefallen. Aber Team Gelb fehlt ein Spieler. Ich kann es ja mal versuchen, kostet nicht viel Zeit. Mein Chat war sich gerade nicht so ganz sicher. Weil ich habe gerade 0 Punkte bekommen fürs Rammen, das war ein bisschen komisch. Weil ich wo ist denn Jay hier hin? Der ist hoch zu Jenny Jen und hat sich da oben bedankt. Oder Taktikbesprechung. Ja. Ach so, ich dachte Jay wäre gerade abhanden gekommen, aber er hat einfach nur den Channel gewechselt. Okay, ja, der hat genug von uns, hat keinen Bock mehr. Ja. Ja, Jen hat das ganz gut gemacht, auch für euch. Ja, ja, absolut. Wir sind ja, die stolz. Jen, die hat mich absolut weggerammt, die Jen. Aber was war denn da los? Ihr habt euch gegenseitig platt gemacht? Leute! Ja, also, weißt du, was passiert ist? Weißt du, was passiert ist? Ja. Ich hab in dem Moment den Leuten gesagt, mit B könnt ihr übrigens mit der Handbremse driften, ne? Und dann haben sie es ausprobiert. Das war nicht gut, dass ich das gesagt habe. Es war so schlechtes ein Timing. Anders. Oh, also eigentlich hat mich Johnny zweimal gerammt. Beim zweiten Mal war es zu viel. Und ja, das also, kann ich verstehen, aber auch sagen, du. Es gibt ja sehr viel Vergangenheit zwischen Therese und mir. So, ne? Und wenn du wüsstest, wie viele League of Legends Matches ich mit dieser Frau verloren habe, ne? Da hättest du an meiner Stelle auch statt der Bremse mal kurz das Gaspedal durchgetreten. Ne? Ich bereue nichts, muss ich an dieser Stelle sagen. Endlich bist du ehrlich. Wie frech, Leute. Okay, da gelobt euch mal Besserung und jetzt rafft euch zusammen und aber macht das mal. Aber können wir mal sagen, wie krass Jay ist hier, ne? Ja, was waren das Jay für eine Punkte? Was waren das für eine Runde? Richtig, richtig gut. Euch viel Erfolg. Danke. Herr Sepp möchte nicht, dass ich immer gut dastehe. Ja, das war auch mein Eindruck, aber das wollte ich hier nochmal ganz massiv überschreiben. So, Leute, da hört ihr es. Gerne. Guck mal, hier sind nur Busse vorne. Wir kommen überhaupt nicht vorbei, Freunde. Keine Chance. Ich fahre so, auch erstmal gar nicht. So, Busse, Milchbaum, hallo. Marty, Jen, Syndica und hier. Nancy sind wieder am Start. Syndica wärmt mich schon wieder um. Hier, das finde ich nicht so hat nett. Hat leider jetzt mal rückwärts hier. Rangierprobleme, aber Dave... Jen fährt vorne auf dem zweiten Platz mit dem Bus mit. Das ist smart. Erstmal richtig umfahren. Wirklich nicht mein Freund. Noch den einen oder anderen wegdrängen. Aber Dena setzt sich hier wieder an die Spitze. Ja, ich freue mich auch. Ich ist jetzt ein Bus, ich habe Angst. Was ist denn hier los? Alle Busse sind gerade in die falsche Richtung gefahren. Aber Blau hat auch schon einen Punkt bekommen. Nee, einer ist da noch. Nancy sehe ich. Blau hat einen Punkt schon bekommen für ein Rammen. Alle Busse sind gerade leicht in die falsche Richtung gefahren. Oh, Dizzy gegen das Obstacle gefahren. Sie wollte nicht nur, sie hat Milchbaum hat Jay richtig weggerammt. Und Syndica hat Dizzy auch noch erwischt. Warum ist denn das, dieser Zipfel hier auf dem Strecke? Und kann das sein, dass Milchbaum hier gerade richtig auffällt. Halleluja! Uff! Ja, hier kommen wir leider nicht raus. Das waren 3-4 Wagen, die da aufgehalten wurden. Aber ich konnte mit er nicht durchcheaten. Das und Bram bitte und nicht. Christian, okay. Wir gehen mal zum Team Grün. Punkte vorne machen. Das ist auch richtig und wichtig. Ich mach die anderen mal einen Ticken leiser, solange wir hier für uns so ein bisschen sind. So ein bisschen quatschen, damit das nicht komplett durcheinander ist. Und das Commentary doch ein bisschen drüber steht. Aber was ist denn hier los? Milchbaum liegt da. Oh, da wird Dizzy richtig in die Mangel genommen von Zweien und Christian auch. Autsch, Christian wird richtig gebumst. Alles gut. Von der gelben Biene. Okay. Ist Marty hier in dem Bus? Aber Johnny hier. Johnny auf Platz 10 hat sich erstmal direkt mit Syndica angefreundet. Nice. Scissor. Oh, Nancy wird von Syndica getroffen. So, jetzt Syndica liegt auf der Seite auch noch. Das tut richtig weh. Beim Bus ist auf der Seite liegen richtig, richtig kacke. Scissor, dem ersten Bus ausgewichen. Aber dann kommt ein Bus Nummer 2 und macht auch nochmal einen drauf. Ach du Scheiße. Wir sind schon in Rennen Nummer 3. Absolut richtig. Was?
Ey, kann man gleich anpassen. Rein, aber irgendwie ging das ist Rennen Nummer 3. Naja. City kann wieder auf Audi. Nancy möchte auch nochmal einen wegstecken hier. Okay, wir gehen mal zu Team Blau. Ich muss mich gerade zurücksetzen. Alles gut. Nancy. Warum ist Rot so. Jawohl, wir sind richtig weit vorne jetzt. Oh, Christian möchte Sintika hier nochmal tackeln. Oh, da, Lu. Oh, das war richtig schön. Mein Gott. Den Hit nimmt er. Boah, ich darf atmen. Das muss ins Louvre. Was? Ja, Junge. Wo? Was? Bram, wir können so machen, dass ich irgendwie rechts rumfahre. Bram und Dave. Und dann kannst du mich so überholen. Okay. Direkt hinter Jay. Ja, ich weiß nicht, ob ich schneller bin als du. Bram und Dave grad, hinter ja, Jay. Auf Sicherheit, weil da kommt Marty ich schon bin sehr hier, gespannt. Marty kommt da. Hat ihn aber nicht erwischt. Oh, und Milchbaum hat ja, Jay und getroffen und dadurch sind die ja, beiden beide blauen. Vorbei. Sehr gut. Oh Gott, wir kommen. Links und rechts. Beiden blauen da. Und jetzt mega kommt Jen. Gut, mega gut. Jen eins macht zwei, Jay auch so. Alter, mega. Wir sind gerade über die Stadt. Sag Bescheid, wenn wir kommen. Okay, okay, wir fahren jetzt rechts. Dena und Peter haben auch nicht mehr so viel Leben. Ja, wir sind noch weit hinter dir. Martin, Alter, Milchbaum hat hier gleich Mango abgeräumt, oder was? Okay, rechts, da, rechts. Marty kommt gleich gerade im Weg. Ja, alles gut. Haben wir so ausgewichen? Ja, okay. Oh, Mango und Syndica. Rechts, 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 ja. Mango und Syndica sind zwei Free Points. Sie brauchen jeweils nur noch einen Hit. Okay, einmal bis und okay. Scoreboard ist nicht mit den Farben. Das gibt's leider nicht mit den Farben. Keine Ahnung, warum. Mango ist es, vor allem, Bram. Aber Mango ist rot und Syntika ist. Wir haben Dave. Egal, ich bin lieber 1 und 2. Dave, der jetzt hier nochmal richtig Sieg! Punktet auf Platz 1. Und Sieg! Auf Platz 2 Bram holt die Punkte. Das sieht sehr stark aus. Ich guck mal, ob die noch anderen gewinnen können. Ich glaube nicht, dass die anderen noch was holen können. Aber Nancy. Peter kann noch Punkte holen, geht aber auch nochmal über die. Jetzt auch auf 82. Holt sich einen Punkt. Wir sind Erster. Damit sind sie. Damit, Team Blau, was ist das? Das haben wir richtig stark gemacht. Alter! Boah! Dave, Alter, Nancy, Jen, Alter, das war richtiges Teamplay. Richtig stark. Ja, Mann. Ja, Mann! Alter, das war richtig gut gemacht. Jen holt sich auch noch mal ein bisschen Schaden bei Jay, aber ich glaube, der Milchbaum ist durch. Ist die Einzige, die noch lebt, die falsch rumfährt. Der ist, glaube ich, mit durch. Marty. Okay. Genau, Milchbaum und Marty sind noch am Start. Marty kann natürlich noch gerackt werden. Theoretisch. Ist egal, 5 Sekunden noch. Aber Team Gelb ist so knapp an Team Grün dran. Achso, ja, dann kommen wir ins Ziel, klar. Wenn ich das schaffe. Ne? Knapp. Ist gleich um. Nancy knapp, kommt knapp, knapp, knapp. Ist nicht schlimm. Ja, ich crash dich weg. Ne? Okay, ja, scheiße. Ich hab's nicht mehr geschafft. Alter, guck's dir an. Aber guck stark. An. Richtig geil, ey. Wie also Dave hat ordentlich hier. Punkte gesammelt. Jay auch wieder. Jay ist super stark. Cool. Bram auch gut dabei. Peter, Christian. Ja, aber hier auch Dalu. Also Dalu und Dena. Das war richtig das stark. War auch gut die Ansagen gepunktet. So Marty ja, hier auch 14 Punkte. War sogar noch besser als Jen. Umdrehen. Die sind direkt tot. Mal gucken, was Team Gelb sagt. Und mache auch Bus. Geil. Lass uns ein bisschen auf Zerstörung gehen. Ja. Okay, da werden die Rollen geswitcht. Wieder mal den Wagen nicht übernommen. Perfekt. Marty wechselt auf ein Auto, wenn ich das richtig verstanden habe. Du musst sie mit richtigen Geschwindigkeit treffen. Wenn du sie langsam triffst, gibt es keine Punkte. Also musst richtig auf Events machen. Ist auch am Start. Und wenn du Leute findest, bringt es halt besonders viel. Ich gehe mal eben kurz zu Christian und sag ihm, er möchte gerne nochmal 4 Runden einstellen. Ich meine, Busnehmer soll ich einfach mal fahren. Christian, könntest du noch 4 Runden einstellen? Das ist eine sehr lange Strecke, das wäre nice. Was hast du gesagt? 4 Runden? Ja. 14 Runden? Komm. Ja, genau. Da lohnt sich auf jeden Fall einen Bus zu nehmen, glaube ich. Was? Wie, es sind 14 Runden? Nein. 4 Runden. Also 4. Die Strecke ist relativ lang, meinst du? Genau, die ist eine Minute. Okay, alles klar. Danke. Achso, der lädt nochmal neu? Die Map? Wenn du die Rundenanzahl änderst, krass. Scheinbar. Ich glaube, ich würde was. Guschis, was sagt ihr? Bus oder Auto? So, gehen wir wieder in den Passivmodus und gucken uns mal eben die Punkte ganz in Ruhe an. Wir haben Team Blau, die sich nach vorne katapultiert haben mit 5 geschmeidigen Punkten auf 13. Team Rot ist jetzt mit 11 am Start. Team Grün 5. Und Team Gelb war knapp dahinter, jetzt mit 4 Punkten. Aber da werden jetzt die Taktiken geändert. Wir haben jetzt, Bus bei Scissor, aber auch Bus bei Marty. Ah, Marty bleibt beim Bus. Okay. Okay, gar kein Problem. Wir haben jetzt in Team Gelb einfach 2 Busse. Und Johnny fährt mit dem Auto. Mega. Mega, mega, mega. Also da sind
mehr Busse dabei? Finde ich nicht verkehrt. Wir haben jetzt 5. Auf einer Strecke, die relativ lang ist. Weiß ich jetzt nicht, ob das taktisch insane ist, aber werden wir sehen. Wer weiß, vielleicht wird das Team Gelbs runter. Aber auf der langen Strecke ist das meistens schwieriger. Oh, Nancy fährt auch. Nancy und Jen, auch da 2 Busse. Team Grün. Oh, Christian hat gewechselt. Team Grün, gar keinen Bus. Das ist vielleicht smart. Warte mal, 1, 2, 3. Ich sehe nur 3 Grüne. Warte mal, wieso sehe ich nur 3 Grüne? Felix, wo ist Felix? Milchbaum. Dena ist gelb. Warte mal. Jetzt bist du blau. Felix ist noch das falsche Team. Ja. Nice. Der spielt nicht. Ja, aber wer macht mich denn da immer weg von Grün? Ja, wenn das wir die Karte wechseln manchmal. So, hey, wir bleiben bei Team Grün. Chat fragt, ist das ein Rennspiel oder was? Naja, ist mehr ein Crash-Spiel. Wir haben Bram wieder als Perspektive für den Start. Bleib echt einfach stehen, ich komm auf die Position. Oh, au, 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 Dizzy wird hart mitgenommen. Und Dave auch. So, jetzt voll rein in Jay. Jay hat richtig, richtig schönen Start gehabt. Oh, wird aber hardcore abgeräumt. Von Mango. All in. Der Dalu hat Jay voll abgeräumt. Alter, all in auf Jay. Einfach mal reingeschleppert. Ei, ei, ei. Team Rot hat es da richtig gegönnt. Team Rot hier mit. Gerade in dem Chat hören wir im Hintergrund. Ah, Bram versucht Peter noch ein bisschen zu nerven. Hat funktioniert. Dalu hat sich gut wieder vorgekämpft. Ein bisschen rausgetappt einmal raus, wieder reintappen. Christian wird hier von Mango weggedreht oder was? Okay. Hier vorne ist wild. Da unten, da fahren sie einfach gegen die Steine. Keine Ahnung, was ich da los ist. Voll erwischt. Oh, Marti hat hier Dalu erstmal 25% abgezogen. Autsch. Petersilie ist fast tot. Autsch. Autsch. Oh, sehr Dave ist fast tot. Das ist heavy. Ja, also Petersilie könnten wir vielleicht versuchen. Mango gerade Erster und Johnny ist Zweiter. Johnny holt hier richtig Punkte für Team Gelb. Die sind wichtig. Sehr, sehr wichtig. Marti und Scizor. Warte mal, Scizor fährt richtig rum mit dem Bus. Okay, wild. Wilde Taktik. Das ist immer ganz wichtig. Ja, das ist ganz wichtig. Wilde Taktik. Petersilie ist Dave. Oh, Grün und Gelb bekämpft sich so schön hinter mir. Ich kann einfach wir wegfahren. Haben Christian ja, also so und Bram hier. Johnny musste sich zurücksetzen. Oh, Felix ist hinterher. Felix hat sich für eine Abkürzung entschieden. Was ist denn da los? Scheiß, Mango. Ja, doch, ich hab miesen Scheiß gemacht. Oh, sehr, sehr gut. Ich glaube, oh, hat da vorne gerade Peter. Peter hat gerade Dizzy weggebullert. Getouched. Oh. Ah, mies, ey. Aber hier fast fair in die Kurve gegangen, alle. Die ist nicht mit gerechnet. Rächt sich bei mir. Ich glaube, da falle ich runter. So, ja. Mal gucken, was Jen sagt zu den Führenden jetzt hier. Bam! Oh, Peter! Oh, Leben. Oh, Peter hat richtig fies von vorne und von hinten reinbekommen. Die Jen war da. Aua, aua, aua. Du musst den ersten halten. Eins, und Milchbaum fährt auch mit dem Auto. Interessant. Aber Peter, du musst den Dalu Kart versucht raus. Oh, Peter ist tot. Oh, Johnny, Jay und so. Wir werden von Scizor erwischt. Bitte nicht. Und wir gehen mal zu Team Gelb. Ich sag's halt auch noch. Uff. Oh, Team Gelb. Wir sind doch nicht cool, muss ich sagen. Jay bezeichnet die Lage als schwierig. Anti-Mate, ey. Ei, ei, ei. Jen und, Mango sind da unten. Diese Techniken hat sie sich angewöhnt. Mann, ich hab versucht, euch da durchzulassen, aber es war. Entschuldigung. Oh, hier ist eng, hier fühle ich mich. Aber die Punkte sind ultra nah beieinander. Da ist noch nichts entschieden hier. Noch gar nichts entschieden. Bram führt gerade. Christian aus Team Grün auf Platz 2. Da vorne haben wir noch Nancy. Ich mach Tränen, mein Make-up geht kaputt. Was soll das denn? Ah, nicht mehr. Dave fährt immer noch. Macht nicht immer. Bram hat wilde Streckenabkürzungen hier. Oh, Sintika wird. Nee, Sintika dreht hardcore hier Peters Leiche durch die Gegend. Martin, richtig schöner. Oh, wo bin ich denn hier eigentlich? Naja, ist ja auch egal, wo ich bin. Nice, ich hab Christian noch weggedreht. Oh, Johnny! Wirklich, dass er nicht getroffen wird. Oh, wichtige Punkte werden das hier auf Platz 4 für Johnny. Noch vor Dave. Dreh, ich komm rechts an dir vorbei. Ja. Ah!
Johnny verliert dadurch Zeit! Ja, ich habe mich auch nicht aktiv beschwert. Oh Mann! Aber da konnte Caesar nicht viel machen. Der Etsy hat doch mal richtig reingehalten. Wenn ihr weiter gut rammt. Autsch. Ich bin müde, ich habe nur noch zwei Lebensbalken. Oh, Caesar, mach das. Mach das gut. Vielleicht holt sie sich noch Mango. Aber ich glaube nicht. Vorsicht, Vorsicht, Mann. Caesar, du musst noch Anlauf nehmen. Der geht so nicht tot. Jen holt sich jetzt vielleicht Mango. Oh, das war so knapp. Das hätte sie machen müssen. Oh, fast hätte ich ihn gefinisht, mein Gott. Das ist wieder Team Blau, die sich hier nach vorne katapultiert. Aber Team Rot aktuell auf dem letzten Platz in dieser Runde. Das bitter. Das bitter. Ja, Blau ist super. Da ist natürlich bitter. Oh, das ist halt extra an. Kein Risiko. Wer fährt denn noch? Ich glaube kaum noch einer. Ja, ja, und Dankeschön für den ganzen Support, Leute, da draußen. Ich sehe es ja am Rand die ganze Zeit, wie ihr rein subbt. Vielen, vielen lieben Dank. Egal ob Prime Sub, richtiger Sub oder Gifted Sub. Johnny fährt ja nicht mehr und ich bin auch im Ziel. Ich glaub, ich Dankeschön an euch alle da draußen. Es tut mir leid. Mega. Mango ist fast macht wieder übel Spaß hier, CDC zu moderieren. Auch wenn die Organisation diesmal ein bisschen tricky war. Aber da kommt was Rotes. Das wird hart. Rajo, Petersilie. Ja, ich glaube, der war schon durch. Ich glaube, das war ein NPC. Das hilft halt nicht. Therese, ich glaube, da gibt es nichts mehr zu holen. Ich glaube, da gibt es nichts mehr zu holen. Das sind NPCs, das sind Fahrer, die durch sind. Ich glaube, an denen kann man keine Punkte mehr verlieren. Der war nicht durch. Stark. Kann man hier noch was rammen? Warum hat er denn dann keinen Schaden gekriegt? Ich kann nicht mehr kaputt hier. Milchbaum hat nochmal hier richtig frech. Da kann man nicht mehr rammen. Oh, Mist. Ah, ich hätte fast noch einen Punkt geholt. Krass, ey. Langsam. Ich glaube, ich Team Gelb mit Freundschaft die Hand. Ja, aber sowas von. Oh. Aber wir haben ja gerade viele Punkte bekommen. Du hast gemerkt, dass die Attacks nicht gegen dich gegangen sind. Ich wurde von Blau zerstört, möchte ich sagen, ne? Also... Ja, das muss natürlich dann auch für alle von Team Blau gelten, also Team Gelb zählen, ne? Ja, wir arbeiten dran. Manchmal ist das nicht ganz so simpel. Ja, ja, ich verstehe das. Ah, okay. Danke, Felix, für die Info hier. Was die NPCs betrifft. Also hier, Sportsman. Ich bin jetzt also sind am Start. Was ist denn mit Team Blau los? Ich habe auf einmal eine CPU-Auslastung von 100% und OBS ballert mit 60% in die CPU rein. Und ich weiß nicht, was jetzt auf einmal los ist. Okay. Oh, bei Sintika haben wir technische Probleme gerade, glaube ich. Da brennt die Hütte oder der Rechner. So, das OBS? Hä? Ist dein Rechner quasi freezed, weil es so laggt oder was? Ja. Oh, shit. Also ich hatte jetzt mit 0,5 FPS gerade eben gehabt. Ich würde frech besagen, OBS einmal beenden und nochmal neu starten. Dann ist wahrscheinlich der Fehler weg. Okay. Hoffentlich nur einmal. Ja. Klingt, okay, klingt wie ein harter Bug. Doof. Sehr doof. Ich glaube immer noch, dass das eher in Überhitzung liegt. Also ehrlich gesagt, ich habe gerade immer an den PC unten gelangt. Allzu warm ist der nicht. Das ist eigentlich unmöglich. Der PC ist immer auf 60 Grad. Ja, aber du streamst ja sonst ja auch, ne? Ist ja jetzt nicht dein erster Stream mit dem Rechner, wo du ein bisschen Gameplay machst. Auf gar keinen Fall. Nee. Witzig ist jetzt auch, dass mein ganzer Desktop und Hintergrund ist alles blau. Das System ist weg, Windows ist weg. Das ist sogar alles. Ja, der Explorer ist wahrscheinlich abgeschmiert komplett, ne? Ja, start mal Explorer-Exe über den Taskmanager. Oh, CPU 20%. Ja, sieh mal einer an. Jetzt mal da ganz doof gefragt, wie kann ich denn neu starten über den Taskmanager? Taskmanager und dann, glaub... Oben links auf Datei und dann neuen Task ausführen und dann gibst du einfach Explorer ein. Explorer.exe muss, glaube ich, sein. Das ist egal, das findet ihr auch so. Okay. Ah! Dann müsste alles wieder da sein und hoffentlich läuft es dann auch rund. Okay, das ist mir noch nie passiert. Du, wenn man streamt, dann findet man ganz viele Sachen am PC raus, die man noch nie vorher gesehen hat. Ja, passieren wilde Sachen. Aber wenn es jetzt wieder normaler aussieht, das wäre cool. Dann kannst du streamen. Ich habe mit Explorer und mit OBS habe ich jetzt 45% Auslastung. Ja, das ist ja okay. Okay.
Das klingt erstmal okay. Und dann sollten nicht so viele ready machen, ne? Bisher ja noch keiner. Genau, die Admins dürfen einfach nur nicht ready machen, dann zählt er nicht runter. Ich glaube, gerade hat nur Nancy ready und Dave. Ich mach einfach mal nicht. Aber du bist ja noch im Server, mega. Ja, cool. Ja. Gut, probier mal. Notfalls muss ich den Stream halt auslassen. Aber okay. Super, nee, ich glaube, dürfte aber jetzt gehen, oder? Hast du wieder angemacht, Stream? Ich hab wieder angemacht, ja. Sind wir jetzt bei 50%. Ja, guck mal, easy. Okay, spannend. Spannend, spannend. Okay, aber dann könnten wir loslegen, Dankeschön. Oder? Ja, du. Ja. Nice. Dann... Wann hat Christian schon die Strecke gerechnet? Warte mal, hat er die Strecke gewechselt? Geh mal eben rüber. Du, er hat so ein heftiges Soundboard, ey. Das ist ja unglaublich. Ey, Christian, oh, hast du schon die Strecke gewechselt? Das ist ja wie 1990, als wir das Internet entdeckt haben. Geil, ey. Hast du die Strecke gewechselt gehabt? Ja. Ah, okay. Magst du da auch mal eben kurz 4 Runden einstellen? Geht das noch? Einfach 4? Natürlich geht das. Ich kann ja ganzes Ding hier wieder runternehmen. Wieso gibt's eigentlich keinen Regen? Das finde ich richtig. Regen? Oh nee, bitte. Nee. Wann kommt eigentlich mal ein neues Breakfast raus? Das ist doch schon 10 Jahre alt, oder? Ja, du. Ihr macht das sehr gut. Hey, Jen, raus hier. Jen, wirklich, also auch wenn du voll das denn hier bauen. Au, wird sich direkt lieb gehabt. Raus aus dem Kanal. Oh, komm. Meine Hüte. Wie die immer sich in den Mittelpunkt stellen müssen. Ist wirklich so. Hat sie dreimal Make-up drauf, weißt du, und jetzt denkst du, es ist halt hier, kann sie einfach reinkommen, so. Wir gucken uns nochmal kurz die Punkte an zusammen, Leute. Einmal hier lobpreisen, wie Team Blau sich nach vorne weiterkämpft. Mit 18 Punkten. Team Rot dichter, ja, langsam nicht mehr so dicht. Mit 12 Punkten. 7 und 7 haben sowohl Team Grün als auch Team Gelb. Mal gucken, wie da so weitergeht. Ob sich da von den vom Keller-Team jemand absetzen kann, weiter nach oben und Team Rot mal angreift. Das würde ich mir wünschen. Aber vielleicht würde ich mir auch wünschen, dass hier mal bereit gemacht wird. Was ist los, Leute? Let's go! Wir wollen aber sehen. Und natürlich wollte ich vorhin nicht abwertend gegenüber einem Prime-Sub sein, der hier gelassen wird. Da auch nochmal dafür sehr, sehr vielen lieben Dank. Prime-Sub ist natürlich auch nicht kostenlos. Ist natürlich nur, wenn man Prime hat. Kostenlos, ja. Dankeschön. Genau die gleiche Unterstützung wie jeder andere Sub auch. Egal ob gegiftet. Ihr seid einfach. Ja, Dankeschön. So war das nicht gemeint. So, 30 Sekunden noch. Oder hier drückt mal endlich alle bereit. Mehr kostenfrei. Ach man, Leute. Ach, wir sollten mal nicht immer alle so sein. Ihr wisst es, Leute. Noch 15 Sekunden. Was ist denn hier los? Bram, Marty, Milchbaum. Let's go. Hier bloß nicht darunter. Hey Leute, bitte bereit drücken. Ja, wir sind bereit. Bitte bereit drücken. Bitte bereit drücken. Sonst fliegt ihr raus. Boah, ich war noch nicht bereit erst. Ich weiß jetzt nicht, ob alle dabei sind. Aber du, wer nicht bereit gedrückt hat, der ist jetzt selber schuld. Der ist wirklich selber schuld. Wir haben jetzt hier den Start. Leute, da tut mir leid, aber ich habe versucht, hier jedem nochmal die Chance zu geben. Ja, ich habe Johnny jetzt hops genommen. Der ist jetzt erst gestartet. Was willst du machen? Was willst du machen? Da versuchst du, die Schäfchen so, beisammen zu halten. Machen sie trotzdem nicht. Aber ich Team Rot so ist gut Rot weggekommen, ist, genauso wie Team Blau. Oh, Team Rot hat 3 Leute. Oh! Bram hier in Führung. Aber das haben alle geschafft. 16 Leute sind auf der Strecke. Das war in letzter Sekunde, haben sie nochmal bereit gedrückt. Hart. Weil wenn man nicht bereit drückt, dann nimmt man gar nicht am Rennen teil und dann ist halt RIP. Bram ist leider gebumst worden. Aber jetzt hat Dalukat die Führung übernommen hier. Und wird da hinten auf einen Bus, glaube ich, treffen. Oh, ich glaube, wir werden da vorne den gelben Bus. Ne, der grüne Bus, der kommt da. Das ist Felix. Oh, Felix ist einfach insane um alle drumrum gedriftet. Hammer. Das muss man würdigen. Wir werden das uns mal angucken in Team Rot.
Ich habe mich selbst Team fast Rot. Gekillt, aber Cindy kann man nochmal... Team Rot zerlegt sich selber, oder was? Oh, diese Busse. Oh, wie sie da drin stehen in der Kurve. Also Peter vorne mit Jay und ja, Christian. Da oh, da wird Mango aber hart angegangen von Bram. Das ist aber nicht sehr Delta-like. Bin ich die Einzige, die gegen die Richtung fährt? Nee. Jen fährt auch noch gegen die Richtung und Jen nimmt hier das Führungsfeld auseinander mit Peter und Christian. Sehr schön, nochmal Jay abgeräumt. Das tat weh, Jen. Im einzigen Bus, den ich hier... Jen macht das Leben von einigen schwer hier. Oh, und könnte Milchbaum... Ah! Fast hätte sie sie weggenommen, also komplett Takedown. Marty fährt auch noch falsch rum. Und Marty... ist geschickt Dalu ausgewichen. Ja, das hat sie verdient. Ach komm schon, Leute. Was soll das? Mann, komm! Ich werde so aufgehalten. Ach, guck mal, Sintika fährt auch noch falsch rum. Zwei Busse, dann drücken wir an die Runde. Zwei Busse, okay, wir haben noch einmal Dena nur die Rundenpunkte. Und Jen. Also versuchen wir wirklich Bram ist am Start. Oh, Sintika hat jetzt hier versucht, den Bus, obwohl nämlich Dena auf die Seite zu holen. Wegfährt. Oh, knapp. Das war knapp. Da hätte man fast diese Runde Punkte für... Keine Punkte. Ja. Für den Bus bekommen. Scheiße, ich wurde... Blau, hier ist die Map diesmal mega größer. Die Busse sind einfacher zu dodgen, finde ich. Eieiei, ja. Mango hat richtig viel Schaden gekriegt. Gegönnt hat. Das ist wieder ein klassischer Dalu-Prediction. Out! Ich habe aus meiner Sicht geredet. Ja, okay. Dena wird gerade geklaut von Jay. Peter nee, ich hat ihn nicht. Gekillt. Ich habe Dena gekillt. Oh, Peter hat Punkte gesnackt. Nice. Oh, da hinten sind richtig viele Grüne involviert gewesen. Und ich glaube, das war auch Peter, der da Dena getötet hat. Oh, Peter liegt auf der Strecke wie Chris ein hinter dir mit so 20 Opfer! Und Jen nimmt es! Ich habe jede Runde mehrfach erwischt. Ich kann einfach Jen nimmt es dankend an, wir gehen zu Team Blau. Der Boss. Das war fucking knapp, Alter. Der oh, Dave ist... Weiter. Are you serious? Dave ist falsch abgebogen! Ich bin aber den ganzen Bus ausgewischen. Dave ist in die Box gefahren! 4 von 4 bin ich. Ich habe noch 6. Aber ei. Ich habe noch 6 HP. Achso, Runde. Ei. Runde 2 bin ich erst. Oh, Bram! Aber ich feier auch. Er hat keinen Schaden gekriegt. Hier ist ein mieser Lacker. Oh mein Gott! Was ein mieser Lacker. Bram hat nur seine Teammates vor sich. Und ich wurde einfach perfekt respawned. Und Dave ist ja am Start. Ah, Dalu hat nur einen kleinen Hit gekriegt. Ich war gerade auch super langsam. Cesar fährt hier auch gegen die Richtung, aber da kommt nee, mit der Richtung. Nein, ach du Scheiße, Bram ist tot. Hier wurde auch richtig gebumst. Keine Ahnung. Jen und Cesar liebkosen ja, sich hier noch ein bisschen. Gegen mich gehauen. Oh, Jen hat. Jen möchte Cesar, glaube ich, haben. Aber oh, hat sich nochmal umentschieden. Dizzy, oh, Dizzy, verpiss dich, Dizzy. Sintika hat auch kaum ja, Leben. Die Busse. Dalu killen, ich kann die Busse sind Dalu richtig low. Wenig Leben. Sintika auch. Wenn du das schaffst, dann wäre gut. Auch wenn kein du von Leben, ne? Kannst, dann kriegst du den zum Beispiel in der Kurve. Aber mach nicht mit Hass. Warte mach noch eine nicht Kurve. Mit Hass. Was oh, hat Dalu, ja. Haut ab! Ach, jetzt hier, Jen, Dalu ist der nächste. Dalu direkt hinter mir. Oh nein. Oh, so knapp! Oh, Dave! Dave wird von Dizzy aufgehalten! Und Dizzy riechtet. Oh! Rechts von dir ist jetzt da, du sofort, Dave. Hinter oh, dir ist Dave! Da, ja. Oh, Mann! Das gibt's nicht! Nee. Dalu hat das nein, doch gemacht! Auf der Ziellinie so überholt! Wert, ich, okay. Mit 3 HP oder was? Scissor fährt auch ich falsch bin gleich rum. Tot. Alter! Wir gehen mal zu Team Gelb. Die haben noch richtig was im Eisen. Das ist sie. Okay, ich mach's. Ich Marty krieg's, ich mach's direkt, hätte Jen noch gemacht. Kriegen können. Gefährlich, ne? Aber hätte ja. Nicht viel am Endergebnis ist unser Bündnis geändert. Ja, ich glaub, also ganz ehrlich, also ein Bus, den ich die ganze Zeit rammen will, in Form von Ciso reicht mir eigentlich. Also. Ja, aber Jen ist wirklich gut im Bus. Ja, Jen macht das gut heute, ja, das stimmt ja, mit nee. Dem Bus. Ich gebe alles Jungs, aber das wird nichts mehr. Aber Marty ja, sorry, kommt das nicht hinterher. Ich weiß nicht genau, schade. Was ich denn da getan habe, so, ne? Aber das wirkte wirklich, also. Richtig I viele Punkte von Dalu, von Dave, von Bram, von Peter. Cesar hat auch ordentlich gepunktet. 12 Punkte hier. Jay auch. 31. Team Gelb läuft an. Johnny lässt noch ein bisschen hängen. Das lässt er zu wünschen übrig, aber vielleicht kommt der noch. Vielleicht ist er ein Spätzünder, der Johnny. Ah, die sind mental gebrochen, ich sag wie. Cesar und Marty haben auf jeden Fall aufgedreht. Wenn Jay jetzt noch ein bisschen Johnny motivieren würde. Warst du kurz unten, oder was? Ja. Komm, ich versuche ihn mal der eben. Ist der Goat. Ich versuche ihn nochmal eben zu motivieren. Hey, Johnny. Ich weiß nicht.
Wir müssen hier mal ein 1-1 Gespräch führen. Ja, gerne. Was ist da los? Ja, also ich weiß auch nicht, was hab ich den jungen Mann getan? Der kommt von der Rennstrecke und dann denkt er sich, der setzt einen Bus rein und kann da fahren, als wäre das hier irgendwie auf einmal so eine Rennstrecke. Da fährt er dann nach links, geht mich gegen die Wand, ich spawn neu, was macht der Spawn? Auch noch fährt rechts gegen die Wand, dann spawn ich wieder. Ich versuche ja Konflikten aus dem Weg zu gehen, aktiv. Aber der kommt einfach da, setzt seinen Rennhelden auf und rennt die ganze Zeit gegen Wände. Da kannst du ja danach nicht in meinen Channel kommen. Du musst da runtergehen und dem mal die Ohren langziehen. Das ist eine Gefahr für uns, für die Gesellschaft, für die Menschheit. Raus hier! Okay, ja. Also du siehst die Probleme nicht bei dir, sondern beim Gegner. Ja, Dena war das. Okay. Ja. Aber dann will ich nächste Runde auch was sehen, ne? Hast du die Runde davor gesehen? 23 nee. Punkte habe ich, wenn er mir da nicht am Bein klemmt, der Junge. So viele? Okay, ja, dann habe ich nichts gesagt. Dann allen anderen zusammen. Dann habe ich mal wieder nicht die Hausaufgaben gemacht und das, was du eingereicht hast, nicht gesehen. Weil diese Runde war schon, weißt du, die anderen haben richtig gekämpft. Das wäre eure Chance gewesen. Ich, ne? Also ich kann auch wirklich nur sagen, dass ich mir dann natürlich von der Rennleitung auch mehr hoffe. Also das ist hier skandalöser als Formel 1 vor dem Jahr. Ne? Also weiß ich nicht. Ja, zum Glück haben es doch alle auf die Strecke geschafft, obwohl nicht alle bereit gedrückt haben. Ihr wart natürlich vorbildlich, alle bereit, also da schon mal Lob für euch. Wenn du gleich dann nach unten gehst zu Team Grün, ja, in den Raubtierkäfig, einmal ganz liebe Grüße bestellen von Team Blau. Nee, Team Gelb. Ihr seid Team Gelb, ja. Ich Gelb, übergreiche Gelb. Die Grüße ja, an Team ganz Grün. Liebe Grüße. Okay, mache ich. Ich war gerade bei Team Gelb und die lassen sehr, sehr viele Grüße an Team Grün rüberwachsen. Vor allem an Felix, glaube ich. Warum an mich? Ja, ich auch weil ich alle aufgehalten habe. Ich krieg aber keine Punkte dafür. Ich hatte 5 Punkte in der letzten Runde. So traurig. Was ist los, Felix? Ich verstehe immer noch nicht, wie ich hier besser spielen kann. Ich habe es noch nicht ganz durchdrungen. Aber, also, Punkte gibt es für einen harten Bums. Ja, dafür gibt es einen aber Punkt. Wie viele? Einen einzigen? Warte mal, ich glaube einen. Ein harter Hit gibt einen Punkt, ja. Und Racken gibt 5 Punkte. Und Rack Assist gibt 3 Punkte. Hm. Oh man. Wofür gibt's einen Punkt? Weil manche Leute haben noch 50 Punkte. Einen Punkt für einen harten Hit. Also wenn du den über 10% oder so abziehst, dann ist harter Hit. Und wie kann man am besten andere hart hitten, ohne selbst die ganze Zeit auch kaputt zu gehen dabei? Ja, du bist halt ein Buster. Das ist schon, dann hast du tendenziell immer nur 5% verloren, der andere 50. Das ist schon. Nicht, wo der Bus seine Trefferzone hat. Ich glaube, wenn du vorne müsste, der die meiste Verstärkung als Bus haben. Darfst du nicht seitlich gedreht werden. Also, wenn du die Rolle machst, ist übelst kacke. Okay. Du bist ich übrigens trotzdem nicht. Ich werde wieder als Auto fahren. Oh, jo. Aber irgendwas ist mit den Punkten hier los. Da muss ich mal eben kurz zu der Punktefee, Peter. Was denn, Milchi? Kannst du mal die anderen fragen, wie die mich finden? Ja, mach ich. Und dann kommst du wieder zurück und sagst mir das. Ja, mach ich. Frag direkt Peter. Nice. Welchen? Lieber Punkteschiedsrichter, ich habe häufiger gelesen, dass Gelb ein Punkt fehlt. Wirklich? Kann das sein? Ich muss überprüfen. Ich weiß, du bist da mit Argus Augen hinterher, aber auch so ein einzelner Punkt kann mal runterfallen. Nice. Und Team Rot, wie findet ihr denn so Milchbaum? Kennt ihr die? Milchbaum ist super, 1000-mal besser als Jen. Ah, okay. Die hat nämlich schon gefragt, wie ihr sie findet, weil ich glaube, sie möchte, dass ihr sie hasst. Aber wenn ihr sie super findet, dann... Nee, Sonja ist super. Wird sie das bestimmt freuen. Ich werde ihr das direkt mal überbringen und ich würde sagen, ja, reiten wir direkt los. Sie ist so gut wie Jen, deswegen mag ich die lieber. Das sage ich ihr dann nicht. Du findest sie super. An der Geschichte, Halleluja, in fremde Löcher guckt man nicht, Halleluja. Ich verstehe langsam, warum wir wenig Punkte haben. Ronja, Team Rot mag dich sehr. Ich weiß nicht, wo ich hier gerade gelandet bin, in der Kirche oder so, aber... Ja, in der Kirche. In der Kirche des heiligen Arschlochs. Ja. Aber ja... Die anderen finden euch super. Ja. Wir dürfen nicht letzter werden heute, wirklich. Team, wir müssen uns jetzt hier anstrengen, ja? Also ich in erster Linie, ich habe gerade richtig verkackt. Ich werde es wieder normal fahren, kein Bus. Wir können auch gerne bereit drücken. Ach, guck mal, haben sie doch schon. Ja, aber Jay war ja nicht drin. Ach, Jay war nicht drin? Ja. Wo nicht drin? Ja, Jay ist ja gerade vor ein paar Sekunden. Jay hatte DC.
Ach, guck mal, Mensch. Er kann nicht lackieren. Ah, ja, ihr seid gut. Mit Schwarz. Ja, das ist okay. Ja, let's go. Das ist okay. Ja, nur mit Durchhaltweste. Jetzt danke. Komm. Danke, danke. Guck mal, Jay. Ach, ich krieg auch nichts mit. Ich muss hier alles. Wir lassen Jay für seinen Disconnect erstmal in Ruhe. Da wird gefreundschaftet hier. Jay ist immer noch auf Rot. Dunkel unterwegs. Ob das direkt. Ja, uns geht schon. Hallo, wir hatten mit Gelb ein Bündnis und ich werde von Gelb. Ob das direkt hier dazu führt, dass Jonathan geforst wird, ich weiß es nicht. Die erste Kurve hat Scissor auf jeden Fall schon so hardcore. So, verwirrt, das hat nicht funktioniert. Es ist nicht gut. Ich brauche jemanden, der nur die Szene bei mir wechselt, Leute. Oder wir wechseln die Szene nicht mehr. Ist das für alle okay? Wir wechseln nicht mehr die Szene. Let's go. Okay, Bram ist erst, aber sehr gut. Christian und Dizzy sind am Start. Bitte bleib da. Was ist denn hier los? Ach du Scheiße, da ist Milchbaum am Start und hat Dizzy direkt weggebumst. Alter Mango! Wird von Sintika einfach aus dem Leben gefickt! Die erste Runde. Achtung! Ja, die erste Runde werde ich Erster. Sehr, sehr gut. Uff. Mit Sintika hat sich einfach weggebumst. Alter, Sintika, MVP hier. Ich gehe mal zu Team Rot rüber. Stille. Habe ich erwartet. Eiskalte Stille. Scissor driftet auch erfolgreich um alle rum. Ja, aber da vorne konnten wir einen Dalukar treffen. Du musst Bram irgendwie stoppen, Sintika. Oh, Team Gelb hier richtig stark unterwegs. Vielleicht könnte das sein. Der hat sogar einen riesen Abstand. Der Bram fährt vorne auf weg. Auf dem Bus gelandet. Oh, hätte auch Alter sein Dalu, ey. So unlucky. Ich aber Mango auch. 28 HP. Oh, Mango kriegt hier noch einen ab. 21 HP. Jay hat die falsche Farbe, deshalb haben wir gerade. Oh, Bram fliegt ja einfach mal eiskalt, aber 3000 Mal durch die Gegend. Na, die Runde wird wieder. Holy. Ende. Okay, Bram hat richtig einen abbekommen. Das wird wieder eine Viererrunde, außer da passiert irgendwas. Wenn du zu langsam bist, Dena ist hinter dir und hat dich schon angepeilt, Mango. Oi, 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 oi. Was ist denn hier los? Oh, Jen blockiert. Jen blockiert erfolgreich. Mango, ey, so super viele Busse hier. Super wenig Leben. Peter kotzt schon im Strahl. Oh, Dave wird hier von Jen aufgehalten. Nicht so geil. Okay, ich mach nochmal eine Runde immerhin. Nicht so geil, Leute. Boah, jetzt bin ich aber gerade recht allein. Dalu hat Dena gedreht. Gar nicht so schlecht. Oh, das war. Aber ja, Dena, wenn nur Bram da weg wäre, der Punkte für die 1 bekommen. Ja, Bram holt richtig, richtig gute, wichtige Punkte für Blau. Er hat sich zurückgesetzt. Scissor versucht jetzt quer zu stehen. Das ist aber als Bus nicht so ultra smart. Oh, Nancy hat Bram erwischt. Da kommt noch ein blauer Sintika jetzt, Kurve links. Aber der kommt vorbei, oder? Ja. Aber Nancy kann Mango. Nancy hat Mango gekriegt. Das gibt wichtige Punkte für Team Blau. Oh. Nancy macht das gut hier als Bus. Einmal Nancy loben, ey. Krass. Gehen wir mal zu Team Gelb. Einfach stehen geblieben. Scissor wie ein Großer, liegt an der Seite. Jay hat natürlich eine falsche Lackierung, aber wie gesagt, da gab es kurz vor Start noch Probleme. Oh, Tyrus, kann Christian aber holen. Du hast es gut mitgespielt. Super gemacht. Also willkommen in meinem Leben, Jay. Wie geht's dir so? Aber Jay ist auch nicht gelb, ne? Muss man Therese jetzt ja auch in Schutz nehmen. Marty holt sich hier. Oh, Bram, richtig mies erwischt. Ja, ich bin mit Bram. Oh, damit ist Bram nicht mehr Erster. Ich komme hier nicht weg, Mann. Johnny ist Erster. Seht ihr, wenn man den ein bisschen anfeuert, dann holt er das Ding einfach. Für Team Gelb. Oh, ein Milchbaum holt sich Peter. Und damit ist Team Grün sogar noch vor Team Rot jetzt. Ich komme. Mega. Oh, Team Rot wird hier echt in die Zange genommen. Ja, ich muss resetten hier, denke ich. Bram fliegt. Geil. Aber sieht ja auch. Jay haben wir hier am Start. Und Johnny gewinnt das Ding. Jay auf dem zweiten Platz. Das ist für Team Gelb einfach insane. So, mega! Endlich! Ich sollte öfter mit den Channel. Jetzt soll er aber hier mal in den Channel kommen. Wo ist er? Ich hole ihn mir. Ey, Johnny, ich habe nur Lobpreisungen für dich. Ja, danke. Also danke. Auch für Jonathan, der hier mit Widrigkeiten zu kämpfen hat.
die in dem eigenen Team vielleicht verwurzelt sind. Ich hab Dalukat, ja. Das ist unglaublich. Aber du warst ja auch, nicht gelb, Jonathan. Das kann schon zur Verwirrung führen. Aber ja, da muss ich jetzt auch mal sagen, ich fand's schön, dass Jay jetzt mal das Johnny-Treatment bekommen hat und dann sich trotzdem nach vorne fährt, ne? Guck mal, Marty kann jetzt hier noch. Ach, als ob das kein Hit war hier, hallo. Doch, das war ein Hit, das hat einen Punkt gegeben, Marty. Ja, wow, ein Punkt. Einen großen Hit nicht haben. Aber hier ist Sintika! Yes! Geil! Auch nochmal Punkte! Egal, ihr habt gewonnen die Runde. Ich sollte euch echt öfter in den Arsch treten. Dann gewinnt ihr instant. Mega. Ja, aber diesmal bitte dann auch die 5 Punkte verteilen, ne? Ja, ich weniger Punkte, so wie ich werde mal schauen. Gerne gemacht wird. Ich weiß nicht, ist das wieder Peter, der hat verteilt, der zufälligerweise das Team nimmt, wo ich drin bin, was da benachteiligt. Okay. Zufällig wieder war? Ja, weiß ich also nicht, Johnny, aber vielleicht Scheiße, ne? Vielleicht wow. Erkennt er an, dass ihr am krassesten seid, denn das habt ihr gerade gezeigt. Ihr habt sehr, sehr weit vorne gewonnen. Also ja, aber auch nur dank unserem Coach, ne? Also da kann ich das Lob nur zurückgeben. Ich bin auch einmal auch zufrieden mit der Rennleitung, ne? Hat so ein bisschen was von Mercedes. Also, jetzt bin ich zufrieden. Ja, finde ich gut. Ich wünsche euch viel Erfolg auch in der nächsten Runde. Dankeschön. 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 Guck mal, gehen wir mal zu Team Blau. Mal gucken, was die sagen. Der war gut, trotzdem noch. Team Blau führt weiterhin. Aber Team Gelb hat sich vorkatapultiert. Die je erreicht wurde. Richtig, richtig heftig. Denk mal träumen, sagst du. Oh, die Map wird schwer. Die ist super kurz. Eine sehr, sehr kurze Map, wie die Bram schon richtig analysiert hat. Wir werden auch nicht mehr die Szene wechseln, ja? Wir werden es nicht mehr wechseln. Gut, aber ja? Damit wir hier keinen Quatsch mehr haben. Ich würde sagen, an den meisten Stellen passen gerade mal so 2 Autos nebeneinander. Nur an den ganz großen Kurven oben und unten passen mehr. Das ist halt ein Oval, ja. Das ist tricky. Da bringen Busse nichts, meint ihr? Chat, ich werde auch sofort mal ausprobieren, ob wenn ich Tab gedrückt halte, da die Runden, ne? Farben direkt zu sehen sind. Haben wir nur 5 Runden? Ja. Aber ja. Ich geh mal zu Team Rot rein. Muss ihr wissen, wie gesagt, nee, kein Druck. Ich bleib auf jeden Fall bei Bus. Ja. Irgendwann. Team Rot, was ist da los? Ich habe gerade Team Gelb angefeuert, die sind direkt Erster geworden und ihr habt echt auf die Schnauze bekommen. Kann das sein? Ja, man muss sagen, Blau ist sehr stark im Bus-Game und guckt natürlich, dass vor allen Dingen die am zweiten Platz sind, kaputt gemacht werden. Und das sind aktuell wir. Deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig, da voranzukommen. So ja, das die stimmt. Analyse. Ja, die haben auch so richtig Taktik und so. Ich weiß nicht, was da bei Bram los ist. Das war bei den letzten CDC-Dingern nicht so. Bram hat sein. Er kann ja frei erfahren. Bram findet weil er nicht die 2 Blauen, die auf ihn gehen hat. Ja, absolut richtig. Und Bram fand ja sein Team auch am schwächsten von allen, aber ich glaube, er unterschätzt wirklich seine MVPs. Ich gesagt, dass Blau am stärksten ist. Ja. Ich hätte aber auch Grün noch, muss ich aber auch sagen, ich habe Blau und Grün auf 1 und 2 gesetzt. Ja, Grün schwächelt gerade noch ein bisschen, hat teilweise Probleme mit dem Bus. Felix fährt ja auch gerne mal Bus, aber da hat er sich noch nicht so eingelebt. Er hat das noch nicht ganz verstanden, wie man da Punkte sammelt. Ist vielleicht auch nicht das richtige Gefährt für ihn. Aber ihr habt euch ja am Anfang gut geschlagen, das war jetzt vielleicht ein kleiner Durchhänger. Aber ihr schlagt jetzt auch mit Bussen zurück, oder? Nee. Ihr bleibt bei eurer Taktik. Ja, kann man auch. Ja. Kann man ja machen. Wenn Mango dann nicht direkt in Runde 1 weggeballert wird. Was er will. Ja, das ist gut. Okay, dann euch noch viel Erfolg. Ihr macht das jetzt. Ich glaube an euch. Dankeschön. So, let's go. Wir müssen auch keine Szene mehr wechseln. Ihr seid direkt von Anfang an mit dabei. Ist schon traurig, ne? So was sagen muss. So, selbst wir versuchen jetzt mal alles. Oh, yes! Nein, oh, das muss ich aber gedrückt halten, Leute. Das ist unangenehm. Aber kann ich tun für euch. Okay. Ich bin da gut. Das kann ich immer mal wieder einblenden, wenn ihr möchtet. Ganz weit vorne. Aber mache ich nicht die ganze Zeit, weil dann ist ja der halbe Bildschirm auch weg. Bei Grün ist uns ja egal. Christian richtig. Und mal gucken, wie Dadu sind am Start. Ja, aber jetzt in dem Moment ist Grün uns egal. Ja, Dadu ist weit vorne. Okay, Chris hat Streckenvorteil. Was sehe ich hier? Der fährt an der Wand.
Jay natürlich auch. Also Team PeteSpeed hat grundlegend immer ein bisschen ja, Vorteil. Weil wir fahren das ja häufig. Oh. Aber ich wollte über die Ziellinie. Ei, Jay wird... Nein, aber Hälfte. Jay Half-Life! Oh mein Gott, das aber war ja... Wer auch sonst... Auf Jen? Zutun von ja Busgelb. Autsch! Oh ja, Jay hat mich auch verletzt. Oh, wie hoch kann man hier fahren? Nicht so auf! Sehr hoch. Mango Ubi. Wird wieder gefokust. Und ja. Rot hat guten Start gehabt, aber ich habe auch gute Fahrer. Kann es aber sinnvoll sein, nicht hochzufahren. Aber irgendwie... Aber auch abzubremsen. Ich bin irgendwie genau dann nicht sichtbar geworden, als ein Bus vor mir. Oh, City Car! Nochmal oh, das war knapp. Schaden. Da hätten wir fast Christian abgeräumt. Ja, blöd gelaufen für die Busse. So, letzte Runde wieder für mich. Oh, Dalu ist schon in der letzten Vielleicht Runde. Vielleicht sogar... Ja, da musste ich doch... Hat er so wenig Leben. Gib mir ein Reset! Oh, Mango! Hat Dalu da nochmal einen kleinen Ticken gegeben? Da bin ich jetzt lucky ausgewichen bei Bussen, muss ich wirklich sagen. Sehr schön. City Car hat hier keiner erwischt. Mango konnte auch gut ausweichen. Oh, Johnny! Und ich krieg aber den Finish nicht. Johnny! Johnny hat auch ein HP. Oh. Ein HP, Johnny! Ja, Johnny ist tot! Aber wird, glaube ich, von Dave getötet. Jetzt gerade werde ich von den Bussen auseinandergenommen. Oh, Dave! Dave wurde aber selber getötet! Oh! Der Kill von Syndica, Double Kill! Das gibt aber auch ordentlich Punkte, ne? Ich weiß zwar nicht, ob das für gleiche Leute auch zählt. Weiß ich nicht, ja, aber Bram, oh Bram, keine Chance. Damit sind wir Bram auf der Seite. Chaos. Oh, Bram ist erster, aber ein HP. Okay, Bram ist tot. Bram gefinisht, ja. Syndica räumt hier richtig ab. Die macht ordentlich Punkte. Die holt vielleicht für Team Rot noch das Ding. Die hat zwei eigene Leute auf dem Gewissen, aber scheiß drauf. Wenn es das Team nach vorne katapultiert, egal. Mango holt hier vielleicht noch Punkte. Nein! Was? Hatte ich noch viel Nein! Und dann nee. Auch ein Team Blau! Das sah so aus, als ob ich so bitter! Aber Syndica versucht hier noch Punkte mit dem Bus zu holen. Jen hat nicht mehr viel Leben. Ja. Wir kriegen keine Rundenpunkte mehr. Okay, Syndica ist, glaube ich, nur die einzige, die hier richtig kämpft. Die kommt auch low. Hinter dem gelben Bus, glaube ich. Oh, Caesar ist auch low. Oh nein! Aber da machst du keinen Schaden, wenn du langsam bist. Oh, das war knapp! Das war knapp! Ja, alles gut. Ist das. Die Zeit tickt noch nicht runter. Es sind noch nicht genügend Leute im Ziel, oder? Du musst Milchbaum einholen oder so. Die bremst gerade! Es wird fast sogar Sinn machen, richtig rumzufahren. Richtig rumfahren wird jetzt ordentlich Punkte gönnen. Hier ist einfach kaputt gegangen. Nancy, Startziel, fahr einfach weiter. In der Kurve kommt Nancy und die fährt hoch. Ein bisschen. Oh yes! Ja, Syndica hat hier noch die 5 Punkte geholt und damit Team Rot auf Platz 1 geballert. Egal, was passiert. Syndica muss einfach richtig rumfahren. Und soll ich jetzt anfangen gerade rumzufahren? Ja, genau. Caesar ist gerade noch Platz Nummer 1. Genau, jede Runde hat 7 Punkte geholt. Syndica hat 19 Punkte geholt. Alter. Caesar darf dich nicht erwischen irgendwie. Gönnt sich hier noch. Die holt aber noch Punkte, weil sie richtig rumfährt, ne? Ja, pass auf, die will nochmal Anlauf holen. Die holt Punkte. Oh, das wird übel. Oh, Marty. Marty gönnt sich gleich Syndica, außer Caesar und Marty haben Probleme, sich abzusprechen. Nee, das geht. Wir gehen mal zu Team Gelb runter. Okay, dann versuche ich ihn da ja zu fahren. Oh, Syndica holt sich jetzt hier noch Punkte. 8 Punkte für Platz 2. Aber Team Gelb... 10 Punkte, glaube ich, demolisch, oder? Warte mal, Therese, Team Gelb muss einfach nur richtig rumfahren. Einfach nur richtig rumfahren. Was ist los? Ja. Also, wenn du jetzt Runden schaust, dann könnt. Mach die mal nicht kaputt. Was ist da los? Fahrt einfach weiter, Leute. Fahrt einfach die Runden, dann kriegen wir mehr Punkte. Damit könnt ihr Zweiter werden sogar. Aber andererseits, einfach über das Ziel fahren. Punkte, oder? Ich weiß zwar nicht. Es sind, glaube ich, zu viele Leute gerackt. Es muss eine bestimmte Prozentanzahl an Leuten ins Ziel gekommen sein. Und ich glaube, die gibt es einfach nicht mehr. Das ist einfach wild. Das ist einfach wild. Die holen sich jetzt noch hier. Holen die sich jetzt noch Platz 1? Ihr dürft jetzt nur nicht crashen. Die können sich noch Platz 1 holen. Das wäre relativ wichtig. Es ist noch niemand im Ziel. Holy shit, als ob. Mit R.
Ich dachte, es wäre eine Prozentanzahl, die ich schaffen muss, bevor er runterzieht. Aber es ist noch niemand im Ziel. Es hat keiner die 5 Runden geschafft. Nein, mach's nicht. WTF. Warum nicht? Team Gelb gewinnt das. Aber jetzt kannst du es, glaube ich, machen. Jetzt sind wir nur einen Punkt weg. Warum soll er dann zu Ende sein? Ja, weil dann nur noch es ist Scissor, die hier nach vorne fährt. Die ist in der letzten Runde. Marty ist noch dahinter. Sintika auch dahinter. Alter. Weil wir haben eh die Führung übernommen, weil ihr beiden, ihr habt das ist ja insane! Das ist einfach die Taktik so mit zwei Sintika, Bussen. Und jetzt holt sie sich noch Sintika! Das hat holt sie sich! Die ist hartnäckig! Wie geht denn das? Aber ja, das egal. Match war einfach so krass, dass alle reicht. Ein bisschen tot waren, so, ne? Ach, den ganzen Massencrashes hier. Marty geholt mit zwei Tanks. Holt nochmal die Punkte, die wichtig sind. Für den Abstand. Tja, es ist doch. Alter. Eine Lernkurve. Taktisch insane, Leute. Das war alles geplant, ne? Ja, natürlich. Wir haben so 3-4 Runden gebraucht, aber jetzt sind wir da. Vorsicht, ist euch ei. Das wäre jetzt echt katastrophal. Das ist geil. Sie fährt gar nicht mehr selbst. Nee, ich bin schon durch, ich bin durch. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das noch so eine Wendung hier gibt. Ich war der festen Überzeugung, dass Team Rot durch ist. 104 Punkte, da muss aber auch noch mal ein Bonus. Das hat keiner kommen sehen. Tja. Ja. 42 Punkte hat Sintika und Marty. Ja. Gehen wir mal zu Team Rot. Bitte Platz geskippt, sind die beide Vierte? Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Beide Vierter, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, beide sind beide Dritter. Also natürlich sehr... Ich habe das so in der Regeln gesehen. Ich glaube, die sind dann... Nee, ich glaube, da wird der Dritte geskippt. Sehr, 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 sehr stark von Team Gelb. Schon wieder Erster. Ha! Da sind sie jetzt auf, ja, auf den zweiten Platz nicht vorkatapultiert, oder? War Rot? Rot war ja Zweiter. Reicht nicht. 1% Akku. Uff! Junge, besorgt ihr Ladekabel! Was ist der Plan jetzt? Wird doch neues, neue Rennen, oder was meinst du? Ja, ja. Irgendwie Fokus auf irgendwie. Okay. Neues. Nee, unsere Runde neue war Strecke jetzt ist am Start. Also, das war eigentlich. Welches ist das denn? Entweder zu früh gestorben. Ich sterbe die letzten 4-5 Rennen einfach zu schnell. Und ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Na, Peter wird ja hart gefokust, aber. Tja, so ein, wenn Team Blau. So ein Unlucky Bus hält die 30 anderen auf Abstand. Was ist hier los? Mit dem Verbündnis rein? Ich hoffe, unser Bündnis kann weiter bestehen. Nee. Es war. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Es war. Eher bist du in mich gefahren, ja? Wir sind doch verbündet! Es tut mir leid. Können wir trotzdem Freunde bleiben? Das weiß ich noch nicht. Die Sache ist, die haben gewonnen. Und dadurch können wir jetzt noch. Ihr habt jetzt ein noch stärkeres Bündnis, dadurch, dass wir die Runde gewonnen haben. Versteht ihr? Das war taktisch. Nee? Der Teufel spricht den Zungen. Wir müssen uns noch beraten. Ja, wir müssen die nächste Runde, glaube ich, noch abwarten. Ja. Geil, geil, geil. Sagt Bescheid, wenn ihr da so wird sich, seid. Da wird das sich hier zusammengetan und da wird wir auch betrogen. Ich wette alles. Drauf. Wir sind zu allem bereit. Ich wette drauf. Ah, lasst euch Zeit. Wir geben euch Space. Bombt Rot weg. Ist gleich. Okay, ich werde weitergeben. Unsere Mission Rot wegbomben. Matti ist wie bei und. RimWorld hier, ey. Was? Es gibt 5 Blaue. Jetzt alle hier. Ja, wir alle bei uns im Channel jetzt hier drin, Alter. Eine Familie. Marty. Aus diesem blauen Team hier. Hey, Marty, ich finde das ja nett, dass du Team Blau umwirbst, aber wechsel vielleicht nicht direkt das Team im Spiel. Das wäre ganz nice. Ich bin wieder weg, ne? Tschö. Ciao, ciao. War aber richtig schön, euch auch mal so kennenzulernen. Macht's gut. Ich freue mich über das Bündnis. Tschüssi. Okay, jetzt sind gerade die Punkte komplett abgestürzt. Volle Absicht am Arsch, oder volle Absicht am Arsch, Alter. Wenn jetzt drauf ankommt, bomben wir die weg. Wird sich gleich drum gekümmert, Leute. Jetzt geht's erstmal ab in die nächste Runde. In 10 Sekunden. Jetzt Marty Rot. Abbrechen, Sepp, abbrechen. Wir können nicht das Team mehr wechseln. Abbrechen, 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 abbrechen. Abbrechen. Ja, Christian muss abbrechen. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Einmal Abbruch, bitte. Einmal Abbruch, bitte. Einmal bitte Abbruch. Einmal bitte Abbruch. Einmal bitte Abbruch. Einmal bitte. Einmal bitte Escape. Oh, wunderschön. Escape und aufgeben, glaube ich, ist das. Danke. Einmal bitte Escape und aufgeben. Bitte Escape und aufgeben. Escape und aufgeben müsste, glaube ich, das beenden.
Aufgeben. Das ist die perfekte Chance, dass ich meinen Namen ändere. Bitte. Einmal bitte Escape und aufgeben. Ja, aber. Habt ihr sehr gut, ihr seid vorbildlich. Wer hat's verkackt? Wer hat's verkackt? Irgendwie ist. Marty ist Team Rot gegangen. Marty, es gibt erstmal hier. Ist aber gemein. Marty, also was ist da los, Marty? Ja, okay. Ja, ist ja doof sonst, oder? Sonst war ich ja für Rot mit, ist ja blöd. Ja, nee, ja. Aber du warst ja Team Blau, das haben wir angezählt und dann bist du Team Rot geworden und hast nicht weiter auf Gelb geschafft, halt oder was? Mehr, du kannst da nicht mehr rüber. Ja, ich hab die ganze Zeit X gedrückt, dann aber es ging nicht mehr, es war ausgerufen. Ach so. Voll doof irgendwie. Ja, okay. Ja, ist ja kein Problem. Ist ja alles noch gut aufgefallen. Ich wollte mal hier ein bisschen psychologische Kriegsführung und so. Ja, hast schon gemerkt. Ihr habt so mit Blau angebandelt, dass ihr euch so hingezogen gefühlt habt, dass ihr das Team gewechselt habt. Das war die Kriegserklärung in Rot, war das gerade. Wild. Aber jetzt haben wir zwei Spieler in Blau verloren. Was ist denn da los? Da muss ich mal gucken. Hallo, hallo, Team Blau. Da müsst ihr gleich auf jeden Fall eure Wagen wieder umfärben. Wenn ihr Sepp, ich bin sofort wieder auf dem Server. Milchbaum muss es nur schaffen, aufzugeben. Ach so. Milchbaum ist noch am Fahren. Ja. Es tut mir leid, aber was war das für eine Annäherung? Ey, was ist denn hier los, Leute? Macht ihr jetzt alles, was ihr wollt, oder was? Sau, ey. Was, geht's in dem Rennen? Ja, wie du mich... Escape und aufgeben, bitte. Ich bin doch schon die ganze Zeit am... Ich hab doch schon retired, es ist ein Bot. Bitte. Könntest du vergessen, du hast mich volle Orgel rausgetippelt, du Schmack. Ich fahr doch gar nicht. Ich war Erste. Ja, guck mal, Sonja war Erste. Wie du volles Pfund reingehalten hast. Wir haben gewonnen mit 13:1, ne? 13 Punkte haben wir gewonnen. Ja, musst du auch. Guck mal, da sind sie alle. Ja. Nice, hier wird noch eben eingefärbt und dann geht's gleich los. Also ich frag jetzt mal unser Christian, Problem, du kannst auch gerne auf 4 Runden stellen, glaube ich. Gut, oder? Felix ist grün. Ich bin grün und bereit. Kurzer. Weiß nicht. Also, ist Sepp noch hier? Nee, ne? Ich bin noch da. Oh, Sepp, ich möchte mich beim Veranstalter mal ganz kurz beschweren. Wir waren eben gerade Platz 1 und 2 und dann wird uns das genommen. Also, das ist ein Das kann ja nicht sein. Bevor ihr Gas gegeben habt, wurde schon abgebrochen. War schon rote Flagge und ihr seid einfach weitergefahren. Ich glaube, da ist fast schon Straftat von euch. Flagge missachtet. Entschuldigung? Ich habe keine Flagge gesehen. Man will mal ein Replay sehen, wo die gelbe Flagge zu sehen wurde. Mhm. War nirgendwo. Behaupten kann man ja viel, ne? Ja, das ist auch, das freut mich auch für dich, aber hier jetzt... Weil du gegen Frauen bist, Sepp. Ich weiß. Jetzt geht's los. Also, das möchte ich jetzt ja nicht gehört haben, ja? Nur weil eine Frau mal Erste ist, ne? Ja, muss man direkt abbrechen. Mhm. Felix, also... Von Mister, ich komm zu spät, ja? Lass mir gar nichts sagen hier. Er war noch auf seiner Yacht. Ja. Okay, also. Christian, ich glaube, du kannst doch die Runden umändern, du, weil 20 Sekunden ist echt kurz, oder? Also, tut mir leid für das Hickhack. Keine Ahnung, wo steht denn das? Wenn du neu lädst, wenn die Karte lädt, steht unten rechts, wie lange die Runde in der Regel geht. Da steht Perf-Punkte normal. Nee, wenn die Map lädt. Ach so. Also, wenn du die umgestellt hast und die Map lädt, dann steht unten rechts, wie lange die geht. Aber eigentlich, wenn du doch die, die Runden, du änderst nur die Runde, ne? Ja. Das ist witzig. Okay, ich kann meine Sachen, genau. Jetzt guck mal, dann steht in den Runden, wo gelb schwarz war, also okay, wo so ist besser. Schwarz gefahren ist. Das stimmt, Jay ist auch schwarz gefahren. Da müsst ihr doch eigentlich 0 Punkte haben, das haben wir früher immer so gemacht in der Runde. Ja, nee, das war ein DC, den er hatte und genauso wie gerade das Team nicht gewechselt werden konnte, konnte er die Lackierung nicht mehr durchführen. Ja, alles wieder schön geredet wird hier. Hier wird hart gegen Grün gearbeitet. Aber ich möchte von euch jetzt mal ein bisschen Leistung sehen. Weißt du, nur die anderen hier mal beschimpfen jetzt. Da muss ja mal von euch jetzt was kommen. Dann bin ich bereit, darüber zu reden. Entschuldigung, Sepp? Entschuldigung? Dann bitte nicht abbrechen, wenn wir Leistung zeigen. Ja, eben. So, jetzt aber. Eure Strecke, eure Chance. Ihr seid alle bereit, richtig? Nein, willst du jetzt 5 oder 6 Runden? 5 ist okay, 5 reicht. Bei 20 Sekunden, okay. Ja, 5 reicht. 6, los geht's. Ja, starten wir mal. Ja, jetzt starten wir wieder alle ganz hinten. Ja, klasse. Versprochen. Ja, die haben gesagt... Das Team Gelb hat jetzt 0 Punkte gekriegt, finde ich eigentlich ganz witzig. Ja, Moment mal, ich gehe da mal kurz hoch. So geht's ja wohl nicht. Ich meine, da wir ein Bus sind, sollen sie ruhig kommen, ne? Also dann kriegen wir ein paar Punkte. Guck mal, Cesar geht jetzt zu Blau. Team Gelb, was ist hier los?
Wieso bist du denn jetzt hier? Wieso seid ihr alle ständig in unserem Channel? Habt ihr kein eigenes Zuhause? Hallo? Mango ist blau. Warte. Ich will nur verstehen, was hier los ist. Mango ist rot. Meine Schuld ist, Gelb hat wirklich leid. Wo ist denn der vierte Blaue? Da. Eins, zwei, drei, vier. Was geht ab? Eins, zwei, drei. Seid ihr euch sicher, dass ihr unsere Feinde seid? Vier Grüne. Vier Gelbe. Das sieht gut aus. Vier Rote. Nee, wir haben gerade mit Jay gesprochen. Guck dir die Punktetabelle an. Aber nee, Jay meinte, ihr greift ihn nicht mehr an. Nein, das hat Jay falsch verstanden. Wir greifen alle außer Jay an. Wir greifen Jay an und den. Nee, wir greifen Jay an und den Rest einfach nicht. Wir greifen nur Jay an, weil es Jay ist. Also, na gut. Ich ramm sowieso jeden, ne? Das ist leider so mein Problem. Ach so! Auch mein eigenes Team. Nee, mein eigenes Team auch. Das ist das Problem. Frag Johnny so. Mal. Habt Leute, wir müssen noch mal ein bisschen vorankommen. Es tut mir leid, ich ramm eigentlich niemand mit. Ich finde blau. Ihr dürft auch toll. Ihr dürft auch gerne bereit drücken. Nice. Oh. Guck mal, muss ich nur noch Peter ermahnen. Ihr dürft auch gerne bereit drücken, wenn ihr möchtet. Ach so, okay, ja gut. Stena. Stena, du darfst auch gerne bereit drücken. Nee. Nee, den Simulator habe ich nicht gekauft, nee. Felix, bereit! Felix, bereit! Für die, die sich jetzt geeinigt werden. So. Anstrengend. Eieiei, es ist wie ein wilder Hügelhaufen hier. Wieso starten Silvo nicht eigentlich immer hin? Und warum starten die Busse immer vorne? Immer vorne, ne? Ja, ist doch mega, wenn die Busse immer vorne starten. Mega, was wollt ihr eigentlich? Okay. Nächste Runde ist eine schnelle Strecke, eine wilde Strecke. Wir haben nur 5 Runden gemacht, damit hier auch nochmal Fahrzeuge absolvieren das Ganze. Hier vorne wird gleich ein Bus kommen. Der wird in der nächsten Kurve. Da kommt ein roter Bus. Hier kommen 3 rote Autos. Ich bin sehr gespannt, was hier passieren wird. Citica hammert erstmal den Brabben weg. Und Dave hat es auch nicht richtig hingekriegt. Also so Punkte abzukriegen, hat gereicht. Okay. Blick einfach zu. Warum hast du jetzt Mitleid mit dem Gegnerteam? Ich bin so. Nancy, ist scheißegal. Wir müssen gewinnen. Okay. So nämlich. Nicht uns okay, Dalu fährt einfach gegen die Wand. Wir nice. Milchbaum nimmt eine Abkürzung. Monty schon wieder! Okay, mal ihr Nicht reicht. Gelb ist so ein Snitch-Team. Ja. Gelb ist richtig snitchig. Gelb will sich hier nach vorne kämpfen. Ich glaube, mit allen Mitteln. Aber Team Rot führt gerade. Nee, Team Gelb hat gepunktet neu. Nein! Oh! Es tut mir leid! Oh, Scissor! Räumt ja! Jawohl, da hab ich Scissor gebumst, Alter. Das ist ein gutes Bündnis. Ich sehe das. Johnny fährt einfach gegen die Wand. Keine Ahnung. Hat der Junge heute gesoffen? Einmal taktisch insane, einmal voll Oberschmutz. Ich glaube ich nur. Was haben wir hier? Christian. Oh, wir haben 2 blaue. Okay, okay. Nancy und Marty. Ich dachte, da war ein Bündnis zwischen Gelb und Blau. Oh, Marty nimmt die Oberabkürzung. Ja, ich weiß, hab schon gesehen. Okay, Team Gelb. Die sind die so weit vorne. Bekommen. Jen ist unvermeidlich. Ich habe es gesagt. Ja, die ist wirklich unvermeidlich. Sintika, ja, die rot ist auch. Geil. Aber Bus und Jen ist unvermeidlich. Ja, naja, okay, wir haben zwar das Problem, dass wir Jen auf der Strecke haben, aber ihr müsst halt bedenken, die anderen haben sie im Boys. Oh, Sintika. Schade. Okay, da und der Diss. Oh mein Gott. Gut, dass wir den Diss mit drauf haben. Der funktioniert vor allem gut, wenn du jetzt sagst, dass Sepp den überbringen soll. Dann hat er auch mentalen Impact. So. Ja, den kann der Chat überbringen. Gerne einen Clip machen für die liebe Jen. Danke. Mit Grüßen von Dalu. Oh, Dizzy wird hier richtig in die Mangel genommen von Scissor. Mann, ich bin aber auch Team schlecht. Gelb nimmt sich die Punkte hier. Jay fährt Runde um Runde. Ne? Ja. Mango hat einen Kleinkampf mit Dena. Mann, ey, blau. Milchbaum hat gar kein Leben. Ich so schnell geschoben, dass und ich glaube, Jen holt sich hier Milchi. Wichtige Punkte, aber Team Blau trotzdem irgendwie abgeschlagen. 28 Punkte, was ist da los? Was ist da los? Okay, Leute. Ich komme dir jetzt entgegen und fahre rechts. Von mir aus gesehen. Okay. Gehen wir mal zu Gelb. Dann ramme ich jetzt auch blaue Leute weg, ne? Gehen wir zu Gelb. Also, oh, jetzt! Oh, da ist das Feuer in Brand! Ich hab gar nichts gerammt. Oh, nein! Komm mal! Jetzt ist er am Start hier. Ah, Jay!
Oh, sorry. Jay wurde richtig weggefickt. Oh Gott. Bin ich gerade mit Jen am Kuscheln? Autsch, Jay backt irgendwie in die Wand. 10 Sekunden Vorsprung vom zweiten. Alter, ja, Christian. Cesar hat richtig abgeräumt. Ne? Cesar könnte zurücksetzen. Yes. Ich bumse jetzt Dizzy gleich weg. Oh. Oh, Nancy. Jay hat aber wirklich Dizzy weggebullert. Aber Nancy noch getroffen. Ja, einer weniger. Marty hat auch nochmal Christian abgeräumt und dafür treffen. Punkte gekriegt. Team Rot gönnt aber gerade auch ordentlich Punkte. Team Blau hat den Krieg erklärt. Sorry, falls es nicht unser Plan war. Du kannst doch nicht Team Blau den Krieg erklären. Das sind unsere Verbündeten. Die haben mich zuerst gerammt. Johnny ist ja auch am Start. Oh, was? Gemobbt, das haben sie jetzt davon. Autsch. Da sehe ich gar nichts. Autsch. Also, hört auf. Ja. Okay. Auch ein weiterer Kandidat reiht sich hier auf dem Friedhof ein. Alter, 74 Punkte rot. Oh, Peter. Jetzt ist Grün auch noch gegen mich. Was soll denn das Sintika, hier? Oh, Sintika, alle gegen mich. Also alle Busse rammen mich einfach grün und rot. Sintika hat gerade Marty abgeräumt. Das Mobbing. Das Mobbing, wow. Oh mein Gott. Ram ist hier noch am Start. Okay, Team Gelb führt aber weiterhin. Aber Team Rot hat noch heiße Eisen am Start. Johnny ist auch gut unterwegs jetzt noch. Aber die beiden Busse sind halt weg. Also oh, Nancy gönnt sich Johnny. Das ist ein blauer Bus, dem geht's nicht so gut. Gönnt sich Johnny, aber vielleicht gönnt sich Scissor jetzt hier Nancy. Nein, ich muss nur attackieren. Sind alle im Ziel. 91 Punkte, 94 Punkte bei Rot. Ich glaube, Rot holt sich hier weitere Punkte. Wen müssen wir nass machen? Rot. Ja. Das, das ist, glaube ich, gelaufen. Der Drops ist gelutscht. Oh, oh Mango. Hätte hier auch noch fast abgesnackt werden können. Team Blau. Und was mit Team Grün los? Wenn einmal vorne ist, dann ist echt angenehm. Eieiei. Nicht gereicht. 54 Punkte von Jonathan. Mega stark. Zweiter ist gut, ja. Sintika hat auch 22 Punkte. Dalu 31. Peter 38 gesammelt, ja, Dave auch sehr stark. Der Feind von Team Blau, ne? Also. Nein, sind wir nicht! Was war da los? Nein, Team Blau. Also, ich habe den einzigen, den ich ein bisschen erwischt habe, das war Dave. Marty geht schon nach oben. Ja? Kannst du Jay bitte sagen, dass das mit ihm noch gilt? Marty hat hier versucht zu schwichtigen. Aber. Irgendwie alle toxisch außer Jay. Uff. Wer hätte das gedacht? Ach man, mich ärgert, dass ich am Ende nicht noch Mango gedingst habe. Ja, die Nancy rackt hier einen um den anderen. Aber was ist bei Team Grün los? Ich verstehe es nicht. Die lassen sich so ein bisschen hängen. Trip, danke für den Tier 23. Aufstellung auf random stehen. Startaufstellung. Perfekte Punkte normal. Doch, das ist aber eigentlich. Boah, wir sind so weit hinten. Das ist okay. Peinlich. Ich weiß gar nicht, ob man das umstellen kann. Warum ist das so? Ja, weil wir sind Team. Wir fressen alle Busse. Ja, Team Grün hat irgendwie nicht so viel Glück jetzt so in den ersten Runden gehabt. Aber vielleicht auf der nächsten Strecke. Wollen wir eine Runde machen, wo wir alle Busse sind? Einfach mal was ganz anderes probieren. Also ich fahre jetzt mit dem Bus, aber ich fahre richtig, richtig im Kreis. Wette ist wieder offen, ihr könnt wieder gönnen, Leute. Ja, weil die normalen Autos, ich nehme echt jeden Bus mit. Ich werde jetzt einmal werde ich hier nochmal auf die Punkte eingehen und dann wechseln wir zurück. 28 Punkte, Team Blau, stark. Jojo Peter. Ich habe eine Frage, ne? Ja. Da die Startaufstellung auf Performance-Punkte steht, ist das gewollt? Nee, aber ich glaube, das kann man nicht ändern. Ich glaube, das zeigt er dir nur an, aber in den Serveroptionen kann man es, glaube ich, nicht ändern. Wieso fahren wir jetzt die gleiche Strecke nochmal? Genau. Ich werde mal eben unten checken, warum die Map nicht gewechselt wurde. Jo. Christian, hast du die Map gewechselt? Nee. Ich glaube, das ist die gleiche Map, ne? Ich glaube, Chris ist gar nicht da. Ja, Christian ist gerade, glaube ich, nicht da, ja. Chris ist dein Hund füttern. Ah. Kann man ändern, warte mal. Ich werde mal eben reingehen, dann ist wieder alles weg. Ihr müsst gleich eure Teams wahrscheinlich nochmal ändern. Da kann man die Punkte umändern. Performance-Punkte und. Ja, wir machen natürlich auf zufällig. Ich darf
darf nicht Teamanzahl ändern auf... Was ist denn jetzt? Oh, es bleibt bei 4. Achso, Christian hat geändert. Hallo. Achso, Christian, hey. Kannst du, nice, dass du es geändert hast, kannst du bei den Optionen, ist ganz unten, Startreihenfolge, kann man auch umstellen auf zufällig. Das wäre mega nice, das wird sich von vielen... Zufällig. Was denn? Es steht auf zufällig. Ah, hast du gerade geändert, nice. Nein, das habe ich nicht geändert, das ist Standard. Achso, weil... Okay, vorhin stand das irgendwie auf was anderes. Okay, mega. Warte mal, das kann man ändern? Das kann man ändern. Ja, das stand vorhin die ganze Zeit auf Performance umgekehrt. Deshalb sind die Busse immer vorne gestartet. Das war die letzten Rennen so. Magst du die Strecke noch mit 4 einstellen? Das wäre noch mega. Ja. Ist nämlich lang. Nice. Und dann können wir losreiten. Geilo, danke. Jo. So, ab geht's in die nächste Runde. Wir konnten hoffentlich alles klären. Das Team. So, Team. Es wird jetzt nicht mehr so sein, dass hier die Startreihenfolge beeinflusst wird. Das ist jetzt absolut zufällig. Das ist aber auch schon ein bisschen Betrug dann, was man, wenn man das so ein bisschen zurücksetzt. Das war ja der Grund, warum die blauen Busse so gut Vornehmer waren. Ja, siehst du, und jetzt eure Chance, die 2 Punkte Abstand zu Team Blau aufzuholen. Ja, aber das ist schon ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen... Da wird schon ein bisschen geschummelt. Ja, nee. Gelb fährt mit 3 Bussen. Grün fährt mit 3 Bussen. Was? Hier wird taktisch analysiert, Leute. Da wird Blau taktisch analysiert. Blau. Nee, Blau mit 2 Bussen und 2 Autos und wir mit einem Bus. Ist eigentlich eher eine lange, pacige Strecke, aber natürlich die Busse überleben halt. Aber ich bin immer noch dafür, ein Bus pro Team. Ich bin da ganz bei dir da. Sonst ist das hier kein Rennspiel mehr. Es ist aber auch Wreckfest, Leute. Wir haben jetzt mehr Busse als alles andere. Nee, Christian hat nochmal drüber geändert mit seinen Einstellungen. Deshalb hätte Christians Startaufstellungssache, die wurde übernommen. Aber egal, Leute. Egal. Ja, aber guck mal. Wir stretchen das Ding bis nachts 21 Mango, Uhr, wir starten ganz vorne. Da ist unsere Chance. Let's go. Perfekt. Was ist das für eine Strecke? Muss ich nach rechts? Muss nach rechts. Wir brauchen 3 Leute. Guck mal, Team Rot. Runde. Insane Luck. Einfach 3 Leute vorne gestartet. Da könnte man jetzt sagen... Jetzt kann es sein, ich kann den ab, aber Problem. Es ist halt absolut zufällig. Alles gut, alles gut, alles gut. Hallo, oh, da sind alle 3 Runden. Und ich habe euch mehr ins Licht gegeben. Ist das geil? Ich habe alles unter Kontrolle. Ist das geil? Bram könnte direkt 2 Rohle abschießen. Oh, aber nicht gegen die Steine fahren. Die sind hart. Da kommt Flamme aus seinem Auspuff. Die sind hart. Einfach elegant. Oh, Dalu versucht. Die Rechtskurve ist jetzt hart. Könnte ja, den einen. Wilde Rechtskurve. Blauen? Doch nicht. Okay, da kommt gleich der erste Bus. Da kommt der erste Bus. City Car ist da. City Car hat Christian zumindest abgeräumt. Oh, Marty. Marty hat einfach 2 blaue aufgehalten. So viel zu dem Bündnis. Okay, du rechts, ich links. Die müssen sich dann entscheiden. Oh, da wird Jen einfach outplayed. Da hinten fliegen Busse. Ja, aber machen wir nicht. Wir machen immer, wir versuchen uns immer aufzuteilen, rechts und links, damit die Busse nicht stark. Die Roten haben sich vorne gefestigt. Oh, Johnny! Und Citica wird voll rausgenommen gerade. Also bei so vielen Bussen gegen die Fahrbahn zu fahren, ist nicht gut. Oh, doch, doch, du hast alles unter Kontrolle. Ich habe 24 HP noch. Oh, die arme Citica. Ja, aber wir machen die Points gerade. Ist in Ordnung. Die beiden Blauen, die hinter da euch lungern, das fährt Scissor wieder gegen den... Was, okay, wie viele Busse sind denn hier? Die fahren mit gegen die Strecke. Ja, beide das jetzt ist hier wild. Hier passieren Dinge. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Christian hat kaum noch Leben. Sehr gut, Mango. Wir gehen mal zu Team Grün rein. Mal gucken, was Team Grün sagt. Oh, Marty. Marty hat Dalu auf dem Kicker. Mies. Mies! Oh, da hinten sind die kaputt einfach von der Strecke gefegt und ist kaputt! Jay hat einen Bus genommen und hat Sintika komplett aus dem Leben gemacht. Und Marty hat Christian. Uff! Ja, wir haben wieder die wenigsten Punkte. Uff! Alle Busse mitgenommen. Christian einfach nicht lucky.
Autsch, 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 autsch. Leute, das tat weh. Aber einfach für mal Nacken. Alle jetzt als Busse fahren, okay? Alle fahren. Jen Busse. Holt sich Mango. Autsch. Und wir Mango gucken mal, was damit funktioniert. Oh, nee, nicht in die. Oh, sorry, 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 sorry. Peter wird ja auch hart aufgehalten von Marty und Brams Chance, an ihm vorbeizuziehen. Dafür habe ich dich jetzt durchgelassen, toll, Felix. Sind da am Kämpfen um Platz 1. Eieiei. Na gut, wir sind 8, hier, Team 9, Grün, 10. Einfach drei einfach Busse, ne? Und wenn irgendjemand kommt, den man, der wenig Leben hat, voll reinballern. Oh, Jen hat richtig hat Leben verloren. Oh, das gab auch einen gut, Punkt. Sehr gut. Ich hab auch nochmal Team Blau aber sehr stark. Platz 1 wir und 2 gerade. Wir sind jetzt die Dreierbus-Amarda. Eieiei, ob das sich auszahlt, weiß ich nicht. Johnny hier auch noch am Start mit Jay im Mittelfeld. Ja, der ist fast kaputt. Auch nicht für viele Punkte, ne? Vor. Da kommen die Roten. Da kommen die Roten. Jen nimmt sich. Oh, was? Schade. Jen ist tot dadurch. Mein Vorrat. Uff. Also, einer gelbe Bus ist fast krass. Krass, Mango ist hart. Kommt, die Mango war hart. Down. Ja. Eieieiei. Aber Marty hat auch nicht mehr viel Leben, so. Vorne kommt was Gelbes. Gelb und Grün könnte sich da doch noch ein Battle liefern. Aber Peter ist von dem Bus gerade voll weggerammt worden. Der hat keinen Peter Schaden wie? Ist hier fast tot. Dizzy nimmt alternative Wege. Peter der könnte. Nee, Nancy hat es nicht gesehen. Nancy hat einen anderen Fokus. Peter sammelt weiter Punkte. Team Rot hat diese Runde ordentlich Punkte gesammelt. Mit drei Leuten. Ja, ich guck mal, ob ich die kriege. Da werden richtig, richtig Punkte gesammelt gerade. Alter, Dave, einfach den Bus überholt. Hat Dizzy einfach stehen lassen. Wir gehen mal zu Team Blau rein. Ja, ich muss erstmal drehen. Nancy muss drehen. Ich weiß nicht, ob das noch reicht, Nancy. Ja, du hast jetzt 18 Sekunden, Nancy, bis die kommen. Okay. Guck mal, so weit vorne sind die. Ich sehe sie, ja, ich sehe es. Holy. Die fahren halt immer so super mega an. Nancy. Drei Rote. Die Chance für Team Blau. Oh, was? Sie hat leider keinen erwischt. That's the win. Setz dich doch zurück, X oder so. Das, so das ist nicht der Win. Da kommen gleich drei Rote über die Ziellinie gedudelt. Ah, aber Rot wird jetzt noch Punkte. Außer Nancy ich kann da. Nee, Jay kann da noch jemanden snacken. Oh, Jay ist gespawnt. Also, die holen uns noch. Da an der Seite Jay will wenden. Jay will noch ein Abräumen hier, ein Blockieren. Jay kann noch da. Oh, nicht. Schade. Alles gut. Das hätte noch was geben können. Hier wird sich noch gekuschelt. Nancy, 6 Punkte. Nancy 6 Punkte, egal wie. 26 Sekunden. Nancy schenkt noch Punkte. Nancy, glaub dran. Du musst mal einen killen. Glaub mal, was Nancy wird eher selber gekillt, egal was sie macht. Ich guck auf der Straße, ob die Wände entgegenkommen. Egal was Nancy macht. Das war's. Aber ihr fahrt aus, ihr fahrt in eine und Nancy ist tot. Yeah. Jay hat sogar noch Punkte dafür bekommen und Gelb ist Platz 3 dadurch ist noch. Nochmal. Definitiv. Aber Team Rot? Jay ist sogar aktiv aus dem Weg gegangen, damit ich gewinne. Ich glaube, das war meine allerschlechteste Runde ever. War krass dabei. Nancy, 7 Punkte geholt. Doch, ja, puh, Sintika hatte echt Pech. Die war super früh down. Das ging gar nicht jetzt. Jen und Marty auch. Bündnis ist aufgehoben. Christian, ja. Zerstört. Christian war. Ja, damit ihr euch nicht mehr nervt. Habt ihr das mitbekommen? Ich habe Sintika rausgenommen aus dem Rennen. Der hat der zweite Runde war die weg. Ja, Jay, du hast meinen vollen Dank noch, weil du hast mich extra gewinnen lassen. Ey, du hast unsere volle Unterstützung. Ich hab, aber warum waren die anderen Roten noch da? Da wird okay, die sind halt ausgewichen. Gemeuchelt. Du hast mich rausgekickt. Moment. Du bist zweimal gegen mich gefahren, wo ich ausgewichen bin. Und du hast mich weggerammt. Alles nein, gut, alles nein, gut. Nein, ich hab bei Jan ein absolut reines Gewissen. Oh, Nancy. Ah. Du bist zweimal gegen mich. Oh Mann, jetzt haben wir gleich. Ja, das ist richtig ätzend. Savolax-Sandpit. Oh, die ist auch richtig, gesagt, richtig groß, die Map. Ich hoffe wirklich, ne? Hier ist richtig groß, die Map. Okay, wenn ihr jetzt von Rot 2 wegbasht, dann ist wieder alles cool. Milchbaum, falsches Team gerade. Was ist da los? Ja, ich möchte mal anmerken, okay, dass der Jay tatsächlich eine sehr überzeugende Teamsitzung eingeführt hat. Oh, hier wurden wieder die Teams durcheinander geworfen. Ganz aufrichtig entschuldigen. Ich muss mal eben zu Christian wegen den Runden. Ja, ich fahre auch nochmal ein paar. Christian, könntest du vielleicht noch 4 Runden einstellen? Die ist wieder ein bisschen länger. Aber ich
Ja, das können wir vielleicht einstellen, aber ihr habt auch wirklich kein Glück. Ich habe Christian am Anfang zugeschaut. Das ist einfach Pech. Ja, aber weil Team Rot und Blau verbündet sind. Die rammen sich gelb und blau. Nee, gelb und Blau sind verbündet. Ja. Die haben extra Team Rot angegriffen. Team Gelb hat extra Team Rot angegriffen, damit Team Blau die lieb hat. Also Gelb und Blau rammen sich nicht? Was ist das denn für ein Quatsch? Ich glaube, sie gehen eher fokussiert auf Rot. Was ist denn das für Blödsinn? Wir haben vier Teams, davon rammen sich zwei nicht? Naja, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber ich glaube, da wird eher ein gemeinsamer Feind deklariert als... Ja, und wir müssen immer drunter leiden, weil wir dazwischen sind. Aber vielleicht könnt ihr daraus auch einen Vorteil ziehen. Nee, schaffen wir nicht, weil die ganzen Drecksbusse immer überall rumstehen. Ja, das stimmt, die Busse sind echt übel. Ich will das nicht so haben. Das ist schade, Sonja. Oh Mann, ey. Okay, ich hoffe, hier ist alles richtig. Blau. Schauen wir nochmal, ob jeder alles richtig eingestellt hat. Muss ich auch gar nicht mehr antreten. Und dann können wir hoffentlich gleich direkt loslegen. Kannst du eigentlich mal aufhören, dich kommen? Ich werde mal hier den Channel wechseln und mit euch noch ganz kurz, da sowieso keiner bereit drückt, werden wir nochmal die Punkte uns angucken, denn es ist was passiert. Team Rot und Team Blau sind auf dem ersten Platz und Team Gelb hat weiterhin die Verfolgung aufgenommen. Nachdem ich sie gerügt habe, haben sie auf einmal Gas gegeben. 24 Punkte, Team Grün hadert noch ein bisschen. Er hat 14 Punkte, das wird schwer, aber vielleicht geht da noch was. Team Gelb hat es auch geschafft. Ich glaube an sie. Wir haben jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte der Runden. Also ist noch was drin. Aber nicht mehr viele Punkte. Da müssen sie jetzt langsam wirklich Gas geben. So, gehen wir mal wieder rein ins Game. Ich kann natürlich nicht beeinflussen, wie die Teams sich verhalten. Wenn hier, weiß ich nicht, Absprachen stattfinden, dann ist das im Rahmen der Teams. Also ich kann niemandem sagen, du musst jetzt aber in den reinrammen. Ne? Die sind alle erwachsen genug. Vielleicht müsste sich dann Team Rot und Grün verbünden. Ich weiß es nicht. Oder aber ihr hasst einfach nur die Leute, die sich absprechen. Mir egal, ich bin der Kommentator. Ich glaube, sowas gibt es auch in jedem Wettbewerb. Sepp ist Team Blau. Du, ich bin Team gar nichts. Ich freue mich für jeden, der geile Moves macht, der euch entertaint. Und für Spannung, für geile Matches und Gefechte, da bin ich Freund von. So, weiter geht's. So, let's go. Bram wird direkt für Zitika hier wieder in die Mangel genommen. Ui. Ja, die Rivalität zwischen Blau und Rot ist real. Dalu mit einem richtig, richtig guten Start. Dena und Dizzy, ne, sind auch wieder gut mit dabei. Team Grün, die halten das nur irgendwie nicht so lange. Die erste Runde Busse nimmt die einfach immer mit. Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht ist Grün auch so eine Target-Farbe. Ich habe keine Ahnung. Aber hier wird ordentlich abgeräumt. Die erste Runde ist meistens noch ein bisschen unspannend. Spannender wird es erst, wenn Nancy auf dem Stein steht. Was macht sie denn hier? Das sieht nicht so gut aus. Christian hat mal das Fahrzeug gewechselt. Und Jonathan fährt auch andersrum. Syntika hat sich ein Battle geliefert. Und Caesar hat jetzt hier das führende Feld erreicht. Und hat Dalu abgeräumt. Damit hat er nicht mehr die Führung vor sich. Inne. Wie auch immer man das nennt. Oh, Milchbaum! Hat hier Johnny und Jay ordentlich aufgehalten. Und Jen hat Team Rot getargetet. Syntika hat hier Mango nochmal ein bisschen abgeräumt, aber du, Kollateralschaden nennt man sowas, glaube ich. Wenn so viele Autos da sind, da machst du doch nicht viel. Oh, Dalu und Johnny liefern sich hier ein hartes Battle. Drei Gelbe auf einem Flip. Nee, Christian? Christian ist eigentlich ja nicht gelb. Warte mal. Hab ich gerade gesehen, dass Christian eine falsche Farbe hat? Christian hat eine falsche Farbe. Christian hat das Auto gewechselt, aber nicht lackiert. Drücken wir nochmal ein Auge zu. Werden wir gleich mal drauf hinweisen. Ja, das ist nicht ganz richtig. Aber er hat das Auto gewechselt. Er hat das schwächere Auto gewählt. Hat dann wahrscheinlich vergessen zu färben. Da kann ich drüber hinwegsehen. Aber Dena kann über den Schaden, den Jen ihr ihm gemacht hat, nicht hinwegsehen. Wir gehen mal zu Team Rot und hören da mal rein.
Radarphase ist. Gelb-blau ist scheiße. Alter, rot ist gerade ein bisschen sucky-sucky, ne? Team Grün ist los, da los, deutlich. Ja, da war Milchbaum quer auf der Strecke. Deutlich besser unterwegs. Die hinten machen Stress. Sitika holt sich aber hier Bram und rollt einfach über, sie, über ihn drüber. Party Palm, Weiber und ihr. Da bin ich rumgekommen. Johnny und Marty, okay, okay. Eine Liebe. Okay, okay. Aua. Eine Liebe im eigenen da Team. Kommt ein Bus, komm, wir gehen nochmal Team Gelb. Also, ich meine, wie viel Punkte kriegt man dafür? Macht man halt nichts. Er wurde gefinisht, ich hab's nicht mehr gesehen. Wendet. Ich weiß auch nicht. Nancy macht Busch-Expedition. Also mein Verdacht wäre es, der viele Punkte haben auf. Wir noch nicht verteilt hier. Es wird noch nicht gerackt. Dann geht's auf jeden Fall weniger gut. Leute, da geht's gleich los. Den Dave nehmen wir auch nochmal mit hier. Christian hier, mach den Bram, Alter. Uiuiui, Christian kriegt aber auch ordentlich hinten drauf. Wir super. Marty. So, Dalu rammen wir auch nochmal weg hier. Alter, Scissor nimmt einfach wirklich alternative Wege. Aber Sintika hat sich hier den ein oder anderen jetzt mal nochmal vorgeknöpft und gönnt sich hier. Das Ding ist, man kann hier nur sehr begrenzlicher wenden als im Bus. Sehr gut, ja, kein Problem. Oh, die Straße bei Zeiten der Sie einfach weg. Sehr schmal ist und wenn du quer stehst, dann wirst du aus dem Leben gerammt. Mango hat einfach nicht mehr so viel Leben. Oh, Johnny, Achtung, an mir vorbei, danke. Nee, was kein ist Problem, bleib bitte in der Bahn. Scissor, Mango hinter dir. Der ist zwei blaue. Nimmt wilde Abfahrten, aber zwei blaue. Boah, Mango, hast du ein Glück, Alter. Du spawnst einfach Dave Folgendes. Nicht so. Oh, Christian wird hier einfach mal hardcore in die Wand gebumst. Von Dalu und Bram snackt ab. Wir gehen mal zu Team Blau. Team Blau. Du bist ja gecheatet, Sebastian. Möchte ich nur mal ganz kurz sagen. Für Protokoll. Hab ich schon vernommen Sebastian. Und wird geahndet mit einer Verwarnung. Warum? Wieso kriegen alle immer nur eine Verwarnung? Wofür machen wir Regeln? Wir haben damals so fette Punkte abgezogen. Alter, da ist. Ein Grüner, nämlich Dena, ja, auch richtig glaube, weggefickt worden. Oh, liebe ich, Mann, ich Peter Punkt. Da ist Peter, Nancy, da ist Peter. Sehen. Ich hab ihn leider nicht, dafür hab ich Johnny. Alles gut, Nancy, da kommt Peter gleich. Oh, Ram holt sich jetzt Dalu. Oh, Sintika kommt auch an. Peter, da kommen zwei Roten auf dich zu. Oh, mein Gott. Oh nein, Bram, so unlucky. Ich will Mango haben, ich hasse Mango. Oh, Mango ist kaputt. Okay, vielleicht krieg ich mal. Ist Mango kaputt? Ja. Nice. Christian und Dalu und Dings haben ganz wenig HP noch. Selbst umgebracht. Ey, das Nancy nimmt jetzt hier Anlauf. Peter und Dalu, die sind One-Hit, beide. Eine Runde sind die noch drin, ja? Ja, die sind jetzt letzte Sintika, Runde drin die und fangen gerade versuchen ja mal rauszufinden, wo gerade die Party abgeht. Sonja. Ja, ich glaube, hier geht jetzt die Party ab. Ja. Bei Peter und Dalu. Ich glaube, da kommt jetzt ein Bus entgegen. Ja, ich sehe sie. Da kommt die Nancy! Ja! Oh, nein, da läuft jemand aber was! Dalu hat einfach nur noch so ein Vorrat. Das war der Race. Oh, die sie auch so ein Glück! Ja, nice. Und Dalu wurde gemacht. Jawohl, okay. Dankeschön, Jen. Das war ich hab sie kaputt gemacht. Oh, das war so sexy, Alter! Ja! Da kommt jetzt Peter gleich noch. Team Blau harmoniert hier auch einfach am besten, würde ich sagen. Harmoniert einfach am besten. Wir gehen mal rein zu Team Rot. Dalu ist irgendwie aus Discord raus. Keine Ahnung, was da los ist. Dalu ist wieder da. Okay, alles gut. Wow, Marty hat einfach Takedown hier. Marty hat, glaube ich, Dizzy gerade aus dem Leben geommelt. Stark, Peter. Autsch. Auch wenn es nichts gebracht hat, ja. Wird es jemand schaffen, ins Ziel zu kommen? Bram hat hier gute Aktien drin. Das Ergebnis übrigens gerade, was es gibt. Ja, das ist schon bitter, ne? Rot auf dem letzten Platz. Weil Blau und Gelb beide Erster sind. So, Rot auf dem letzten Platz. Dave punktet hier nochmal und geht in die letzte Runde. Brammen macht es. Okay, ich habe gerade ein Bündnis mit Grün organisiert. Ordentlich. Aber wahrscheinlich nur mit Chris und Dizzy und wahrscheinlich nicht mit Milchbaum. Dalu und Christian, der so gegen ein Bündnis war. Chris hat das im Ingame-Chat geschrieben. Chris hat gesagt, Mann, Dalu, ich versuche euch doch zu helfen, weil ich habe Chris halt rausgehauen. Okay. Da wird eine andere Front gebildet. Es gibt jetzt fast schon zwei Teams nur noch. Ja, Jen macht einfach alles weg. Jen äumelt hier Was drüber. Eieiei, so ei, ei. Und Team Blau das Grün darf sich hier freuen.
Nee, ganz kurz zur Aufklärung. Jay ist der Einzige, der Team... Ihr könnt mal bitte Nancy ein bisschen zurückhalten, ja? Ich werde also... Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wen ich wegdonnern soll und wen nicht. So. Alle außer Jay aus Team Gelb kannst du. Und Jay ist der Einzige aus Team Gelb, der fahren kann. Eieieiei. Aber ordentlich Punkte wurden verteilt. Ja, am besten die kleinen Autos von Gelb nicht wegrammen. Und Team Rot hat ein bisschen also alle. Am Pech gehabt heute hier. Jay, woran denkst du als erstes, wenn du Savolax hörst? An Abführmittel. Ich geh mal zu Team Grün. Fuck. Aber ich hab das Gefühl, das war eine sehr gute Runde eigentlich von uns. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das war bis jetzt die beste. Ihr habt euch richtig gut geschlagen. Aber kleiner Hinweis hier an Christian, die Farbe vom Auto zu wechseln von dem anderen Auto noch. Der hatte Verbindungsprobleme. Hab ich nicht. Ja, ich habe ihn noch gar nicht verstanden. Wenn man Connection. Du. Die reicht auch 4 Runden. Christian muss ja auch immer die Map noch wechseln, da drücke ich ein Auge zu. Wir sind letzter, von daher ist das nicht so schlimm. Ja. Und ich glaube, der Test war nicht so erfolgreich von dem Hammerhead, oder? Oh, der fährt sich eigentlich ganz geil, aber ich nehme halt jeden Bus, mit dem ich treffe, seit eigentlich wir angefangen haben. Ja, ich glaube, wir sind einfach Team Buslover oder so. Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr euch jetzt mit Team Rot zusammengetan. Das heißt, weniger Busse für euch. Wir nicht, nur ich. Ach so, okay. Also, wir haben uns nicht mit denen zusammengetan, ich habe einfach nur gesagt, ich ramme die nicht mehr. Ach so. Ich hoffe, das kommt dann bei denen auch genauso an und dann habt ihr vielleicht ein Team weniger, was euch mit Bussen bombardiert. Einer von uns wird es jetzt mit dem Auto durch die Ziellinie schaffen, so. Das wäre was. Ja. Ja, guck mal. P1 oder D-Install? Dann machen wir Hardcore bereit und dann reiten wir in die nächste Runde. Wenn du das durchziehst. Oh, oh, mein Controller ist ausgegangen. Nee, Chris, ich war ja fast erst gerade. Ich will auch, weißt du, ich übe so viel im Rig, es muss doch mal irgendwas Gutes dabei rauskommen. Aber ja, diese Busse... Leute, ein Rennen müssen wir gewinnen, dann feiern wir uns wie die Könige und dann. Ja. Ja, durch den ganzen Channel. So und nämlich. Wir machen jeden, zeigen jeden, wer wir eigentlich sind. Das ist der Team Spirit, den ich sehen will. Ihr könnt gar nichts. Nix könnt ihr. Du bist ein Loser, ey. Ja. Fresh Staupel-Loser. Jetzt geht's los. Vielleicht drücken auch alle mal bereit, aber ich glaube, das werde ich in diesem Jahrhundert nicht mehr erleben. Wir werden immer diese 3000 Sekunden warten müssen. Achso, warte mal. Team habe ich richtig, Farbe habe ich geändert, weil ich habe jetzt keine Verbindungsprobleme mehr. Ja, guck mal, wir sind fast fertig. Leute, also wer sich darüber aufregt, dass halt geteamt wird... That's the game, Leute. That's the game. Das gibt's bei unseren Aufnahmen auch das ein oder andere Mal, dass sich Leute zusammentun und auf einmal wird betrayed. Das haben wir vorhin gesehen. Da wurde Team Blau dann doch von Team Gelb betrayed oder andersrum. Also, ich glaube, das könnte noch spannend werden, sobald dann es auf die Ziellinie, also auf das Finale zugeht. Dann wird, glaube ich, nicht mehr so locker geguckt. Dann wird auch mal vielleicht wieder so ein Seitenhieb ausgepackt, weil man will ja gewinnen. Die sind alle super nah beieinander. Und gerade sind die Punkte abgeschmiert, aber die kommt schon wieder. Wir werden sie schon wieder finden. Und in 20 Sekunden geht's ja weiter. Dann, jetzt alles oder nichts? Alles oder nichts, genau da, du. Was macht ein Team Rot? Star Beast, Schulbus, ganz normal. Was habt ihr eigentlich bei Switch Sports gespielt? Ihr hattet ein Video hochgeladen, ich habe aber nicht gucken können. Was haben wir denn nochmal gespielt? Bowling auf jeden Fall, war ja schon mal viel schlechter als beim Alten. Was ist das denn? Bowling ist voll geil. Fand ich auch. Ich fand das alte viel besser. Das ist schwieriger jetzt, ja, das ist richtig. Wir wechseln nochmal die Kamera. Irgendwas ja, war buggy hier mit den Kameras, aber hey. Immer gleich halt und das war's. Ja. Was, jedes Mal ein Strike, basically. Vielleicht habe ich einfach noch nicht die Genialität des neuen Bowlings gecheckt. Das geht natürlich jetzt irgendwie bestimmt auch, aber schwierige Strecke. Volleyball kann man über und gegen alles fahren. Das haben wir noch nicht gespielt. Kann man schon wieder vergessen. Volleyball macht, finde ich, am meisten Spaß, obwohl ich auch gerne das Fußball spiele. Auch wenn das ist auch du, witzig, ja. Auch wenn du da das richtige Feeling bekommst von dem durchschnittlichen Fußball. Es gibt zwei Arten. Alter, Spieler, was ist hier denn los? Alle über diese Absperrung drüber. Ich glaube, Fußball haben wir auch gespielt. Ja. So, Christian hat jetzt auch die richtige Farbe. Okay, wie sieht was ist das denn? Oh nein, hier ist aber eine richtig wilde Kurve für den Bus.
Marty gönnt sich hier einfach mal den Bram heftig deftig. Position 1 Punkte geholt. Position 4 Punkte geholt. Guck mal. Position 8 Punkte geholt. FD 2. Ja. Team Rot klatscht ab quasi. Oh, Sintika gönnt sich jetzt hier nochmal den Bram. Aber der und der ist am Kotzen, das will ich hören. Sintika ist so eine... Ich hab nicht gerecht. Ja, hat sie. Oh Leute, ja, ich werde auch gesehen, nicht. Aber ist trotzdem halt von Platz 2 auf 11. Also aus der oh was, Alter, hier ist aber was los, Wild. In der Kurve, wa? Himmel. Dave und Dizzy. Ja. Nee, da ist nicht nur ein Immel, da ist manchmal ein Astart. Oh, oh nein. Wir haben einfach. Alter, ja, was ist hier los? Peter, Christian auch wieder. Na, Mappen, sie ist gefeuert worden. Autsch. Autsch. Dafür habe ich dann jetzt auch Johnny und Jay. Da wird sich lieb gehabt. Aber ja. Jen. Oh, Jen hält richtig auf und Jay holt die Punkte für Team Gelb auf Platz 1. Wichtige Punkte. Also, Team Gelb ist safe nicht mehr mit uns verbündet. Oh. Okay. Also Jay jetzt auch nicht mehr? Ich komm, seht Jay? Ihr? Nee, ja, wobei Jay vielleicht, keine Ahnung. Ja, schön ihr. Oh, da ich flog ein Gelber aber heftig ich durch die Gegend. Oh, Mango Mann. Auch! Uff! Autsch. Also ich sag ja, das Bündnis bröckelt. Das Bündnis bröckelt. Jay, warum? Ey, ganz ehrlich, beim Rückwärtsfahren, konzentriert euch mal bitte auf Dalu. Dalu ist erster. Hälfte HP gezogen, Junge. Ja, Dalu ist ganz vorne auf 1. Da war Dalu, ja. Dalu fährt hier einsam seine Kreise vorne. Dalu war halt unglaublich perfekt, weiter hinter. So oh, Scissor hat Dalu aber nicht richtig einschätzen können. Scissor nimmt Jay ja, mit von den ersten dreien. Nimm Scissor Jay, oh, Scissor, den ja, eigenen okay. Teammate okay, mit. Ich glaub echt, alle außer Jay. Oh, Marty, haut Dalu. Oh, Dalu, instant. Instant oh, Replay. War, ich hab Dizzy. Was? So lucky, dass er okay, da zurücksetzen konnte direkt. Ich hab Dizzy. Ich weiß nicht, ob diese ja diese. Johnny und Jay, ich verstehe nichts mehr. Ja, Johnny ist mit Jay im Team, aber das ist der hier, der Johnny. Aber es ist halt nicht Jay. Also das kriegt man, glaube ich, hin, oder? Oh, Marty und Johnny. Was ist hier los, Team Gelb? Ihr steht euch eigentlich, ihr könntet richtig, richtig krass dabei sein, aber hey. Und Dankeschön. Just the best man für die verschenkten Subs. Vielen lieben Dank. Hammer nice von dir, dass du hier gönnst in der Community. Dankeschön. Dankeschön. Mega. Oh, jetzt kommt die wilde Kurve. Und Christian äumelt richtig rein, aber holt sich auch übelst viel Schaden selber. Ich flieg immer aus der hier raus. Aber wir gehen mal zu Team Rot rein. Team Rot zumindest das Rennen führt gerade noch, aber Team Blau hat noch gepunktet. Oh, Peter! Peter ist tot. Ja, oh, Sis, oh, das so war schlimm. Mega knapp. Aber Mango wird jetzt nochmal gesandwiched von Marty und Jen. Er träumt von Bussen. Habt ihr auch so einen Standard-Albtraum, den ihr immer mal wieder eine Zeit lang geträumt habt? Ich kann es verstehen. Also Team Blau räumt hier aber auch ab. Es ist so knapp zwischen dem zweiten Platz. Das ist so knapp. Was ist hier los? Milchbaum müsste einfach nochmal reingehen, aber der Adi, Dankeschön, der Adi hat einfach auch gegiftet. Dankeschön. Das ist für die Subs. Ist das tatsächlich eine Connection, dass der Dankeschön. Part vom Gehirn, das ist so knapp, Alter. Ist der tut sich da noch was? Wenn man viel zockt. Ich bin der Meinung, da gab es sogar mal Team Gelb gerade auf dem zweiten Platz. Ich eine Woche eine Pause mache, dass ich dann mehr träume. Team Grün hat nochmal Punkte bekommen. Ich zocke momentan so gut wie gar nicht. Hm, okay. Mm. Also ich glaube, da gibt es viele Horrorfilme oder so. Nein. Nö. Nein. MVP hier diese Runde. Jay. Mit 38 Punkten. Horrorfilm zusammenfassen. Richtig, richtig stark. Dave und Dalu auch. On point. Guck mal, ob hier bei Team Blau wieder gemeuchelt wird. Ich habe diese Strecke irgendwie so gar nicht gecheckt. Hey, danke schön für die ganzen Subs, die hier gerade reinkommen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Plötzlich neu gespawnt. Das war mega knapp. Holy moly. Also, Jay hält Team Gelb richtig, richtig oben. Dafür, dass sie sich da so wegflanken. Halleluja. Also eigentlich nicht. Eigentlich ist sie relativ breit sogar. Aber das Problem ist halt, dass so die ideale Fahrlinie halt so eng ist. Und Bram analysiert jedes Mal knallhart. Cool, dann sah schon aus. Sehr nice. Hast du gut gewonnen.
What? Ach, guck mal, jetzt wird sich... Ich spiele Ragnado. Was? Jetzt wird sich noch... ums Maul geschmiert, aber wir fangen jetzt mal an mit den wilden Maps. Wow. Ragnado, Leute. Die Punkte werden, glaube ich, gerade noch aktualisiert. Oder wurden sie schon aktualisiert? Ich habe das gar nicht mitbekommen, aber könnte gut sein, weil Team Blau mit gutem Abstand gerade führt. Schwierig auch, dass man nicht wieder an den Start reinfährt. Ragnado. Man durfte alle Lenkradautos nehmen, wa? Jetzt wird's wild. Ja. Man durfte alle Lenkradautos nehmen, das ist richtig, ja. Alle Lenkradautos. Solange die halt die richtige Farbe haben. Genau. Weil Farbe unser Team natürlich ohne Probleme bisher immer hinbekommen hat, möchte ich sagen. Oh mein Gott! Ah ja, sehr gut. Jay und ich, schöne Rad an Rad-Duelle. Ja, also Hellride werden wir auch noch spielen. Ich habe diesmal auch ziemlich verschont. Und wie heißt das mit dem Looping? Das mit dem Feuerring und das mit dem Looping werden wir auch noch spielen. Werden die mal alle auf bereit gehen. Hey Dave, ich habe diesmal den Rammer genommen, den Rammer L, weil ich der Meinung bin, dass der einfach mit deutlich mehr Robustheit da nicht so auf Geschwindigkeit ankommt. Die Starbeasts könnten sein, dass die relativ schnell weg sind. Da bin ich sehr gespannt. Ja, hier auf der Strecke muss man echt aufpassen. Bram hat mal was ganz was Wildes genommen. Ist bei der Landung nicht so mittig auf die Strecke zuzufahren, sondern irgendwo mich am Rand aufzuhalten. Hardcore. Ja, verstehe ich. Guck mal bei Team Gelb rein. Ich bin noch gelb. Okay. Hä? Gott, okay, ich muss das nur sagen. Team Gelb, Team Grün. Ich muss nochmal sagen, also wir haben jetzt ein bisschen Blau haben wir alle, rot, ne? Wir haben alle richtige Teams. Rot. Also bitte nicht mehr Rotband, Ram. Gerade Jay Sütika hat Albträume von dir. Ja, das glaube ich. Ja, das weiß ich auch. Also bitte tu das nicht. die hauen jetzt auch auf Blau drauf. Also wir zusammen gegen Blau. Rot nicht mehr Ram, okay? Okay. Ja, nicht jetzt ist Gelb auf einmal gegen Blau. Also wir sind richtig widerlich. Wild! Wir sind richtig widerlich. Wir sind richtig widerlich im Zecken. Nee, warte, wir wären gerade Bündnis. Sag mal nicht, dass wir widerlich sind. wir waren schon immer bündnistreu und haben nicht die Seite gewechselt. Alter, was? Wir sind dieses andere im Game of Thrones. Alter. Kannst du mal ganz kurz hochkommen? Ja. Komm mal bitte hoch. Nee, ihr könnt auch alle runterkommen. Nee, Jay kommt hoch alleine. Also ich finde... Oh. Nur das letzte Rennen. Jay, wie stehst du zu Team Rot? Was? Wie stehst du zu Team Rot? Ich mag das immer noch nicht. Aber ich werde gezwungen, für Team Rot zu fahren. Aber Jay, wer ist das Beste? Wen hättest du lieber als Gegner? Team Rot oder Team Blau? Beiden. Alter. Beide nicht. Wen möchtest du ja siegen sehen? Es geht los. Ich muss jetzt fahren. Oh, I like it. I like it, Leute. Ach du Scheiße. Was ist denn das, ey? Oh. Ja, da du hast einen Bus, da du hast Leute, einen Bus. Aber ihr könnt jetzt so nämlich, fahren, ne? Das ist ja. Der Start. Stimmt, ja. Im Bus ganz normal. Ach du Scheiß, Bus genau. Ist einfach kacke. Okay. Oh, Dena ist richtig. Dalu. Dena ist schon RIP und Dalu auch fast. Also, ne, RIP ist für mich 50% Schaden bekommen. Dena spawnt einfach in der Luft. Easy Game. Holy shit. Okay, Bus ist hier einfach mega kacke. Oh, Jay hat Zintika richtig weggeäumelt. Ja. Peter ist erster. Klappt das schon mal gut mit auf Team Blau und nicht Team Rot? Gehen, Jonathan? Hat gut geklappt. Wir gehen mal bei Team Rot rein. Die führen gerade. Wir schreiten da so? Wir gucken uns das mal aus Denas Perspektive hier auch an. Alter, Johnny kassiert ordentlich. Und Caesar haut hier alles Dena gut, noch auf die Seite. Dena tot! RIP Dena! RIP Dena als erstes raus, mitten im Bus. Das kann doch nicht sein. Aber er hatte am Anfang auch echt Pech. Wieso ist diese einfache Strecke? Und warum er steht da so konzentriert richtig, richtig kacke in der Mitte. Ich habe das Gefühl, dass die gelben Busse tatsächlich nicht auf mich gehen. Autsch. Kann ich nicht hundertprozentig bestätigen. Ich muss sagen, ich habe auch schon Johnny, wieder halt vergessen, dass wir... Hier wird gemunkelt, also hat mir ob gelb, Hit reingedrückt. Ob gelb hier wirklich... Ach, das ist weniger auf als die ihrer Hälfte. Seite spielt, oder? Mango, ich hab dich angeschoben. Oh, Mango ist richtig am Arsch. In die falsche Richtung, aber danke. Okay, und dieser, wer ist der sexige Jade? der rammt mich ab. Jay hat Dalu gerammt, ja, sehe ich. Jay hat auch... Oh ja, der kommt gerade Mango gerade weg. Alter, Jay hat Mango heftig deftig gerammt. So viel zu Jay und Team Rot. Wir wollen mal zu Jay rüber wechseln. Ich treffe halt nichts, weil es nie jemand in der Mitte, wenn ich da bin. Voll scheiße. Vorbei. Aber Team Rot so holt sich richtig Punkte.
Oh, was? Hat Mango getötet. Sehr gutes Bündnis, Marty. Ich denke, das Bündnis hat sich dann auch erledigt. Dalu tot. Rip. Hä, was? Ich hab grad und gar nichts gemacht, auch. Das wisst ihr aber, nee, oder? Ich war das. Ich hab auf jeden Fall gerade jemanden, Ich hab Mango Research, das Bündnis, was muss ich mich mal gerade hier kurz verteidigen, ich hab grad gar nichts gemacht. Na, okay, dann hab ich mich da verguckt. Nee, das war ich, also. Da werden nicht viele Teilnehmer ins Ziel kommen, glaube ich. Jesus Christ, da werden noch ein paar Leute sterben. Die Karten werden es doch immer wilder, ne? Es geht ja so weiter. Boah, verbleibende Zeit ist schon einer durch? Ach du Scheiße, okay. Ja, du bist doch mich eingefahren. Gar nichts mehr mit. Ja, du hast die Kurve so Peter hat 50 ja, Punkte gesammelt, Peter, insane. So, jetzt hier zu dritt. Dizzy auch 40. Wow. Oder die Gelb nicht. Ein bisschen abgeschlagen und keine Ahnung. Ist eh gleich vorbei. Ja. Oder hast du einen Grüner? Und Dena war halt RIP oder ist einfach. Tot? Ach ja. Mann. Wenn die keinen Pfeil haben, sind die tot, Johnny. Zack. Let's go. Witzig. Ja. Ja, erklär das dann mal mit dem Bündnis jetzt gleich. Ja. Oh, das möchte ich hören. Das möchte ich hören mit dem Bündnis. Das war Mango, das war keine Absicht. Moment, ja, Johnny. Was ist mit Jay und Caesar? Ja, jetzt, also Jay ist... Ihr müsst euch vorstellen, dass Jay unter Dauerpsychose, nee, nicht Psychose, sondern Dauermanipulation von Team Blau leidet. Das heißt, wir einigen uns auf ein Bündnis und eine Sekunde später wird quasi Jay komplette Familie mit einem Messer bedroht. So läuft das hier quasi. Es ist schwer, ihn da reinzukriegen, aber er meinte, dass ihm gerade der Crash mit Syndica aufrichtig leid tut und das nicht wieder vorkommen wird. Ah. Cool, aber der mit mir war in Ordnung. Die zwei. Der mit mir war von mir, oder? Der war so. Schwierig. Der tut auch echt leid. Okay, gut, in Ordnung. Na gut. Oh, wieder eine richtig schöne kleine Strecke, wo viel gerammt wird und wahrscheinlich nicht so viele ins Ziel kommen. Das wird super. Die wollen Zweiter werden. Die haben gerade zu den anderen gesagt, die sollen alle auf uns gehen. Was sagt denn Team Blau? Nee, hab ich ehrlich gesagt nicht. Aber da hab ich mal nicht drauf geachtet in dem Moment. Ich glaub dir einfach. Ja, aber ich dadurch, hab mir richtig gegeben. Genau, dadurch, dass ihr euch aus dem Weg gegangen seid, habt ihr es auch nicht gemerkt. Ja, genau. Jetzt ist auf einmal Team Gelb wieder mit Team Blau. Auf ein nächstes gutes, sauberes Rennen. Guck mal, Sissor hier, Sissor ist voll am Spinksen. Das ja, das ist ja auch okay. So, Mann, ich muss eigentlich immer aufpassen, dass Bray nicht wieder hier gegen uns, also ne, das ist eine 3. Wir versuchen hier weiterhin jetzt zu deliveren, zu zweit als Gruppe. Ja, ich war klar. Okay. Bis dann. Okay. Ciao. Zu zweit als Gruppe? Bin verwirrt. Aha, und jetzt gehen wir nochmal zu Team Gelb. Hey, was hast du da oben schon wieder gemacht? Ich habe wieder nur erzählt, dass wir ein tolles Rennen miteinander gefahren. Na, Rast, ich finde immer den Weg nicht zurück. Gute Verbündete sind und die haben genickt. Was für ein Team Rot, Johnny? Du warst da doch eine Weile. Bram, sein Auto ist erlaubt, weil es ist Teil der Sütika ist immer noch traumatisiert. Fahrzeuge, gesagt, die was zum Fick möglich ist mit sind. Los, bring den in Line. Ich habe gesagt, das sind alles ich soll von Jay ausrichten, dass es alles ihm cool. Aufrichtig leid tut, dass das Sütika wieder gerammt hat. Na klar. Und alle, die Elder hinter haben, sind Leihwagen. Ja, dann hat Mango gesagt, aber du hast mich doch zerstört. Und dann habe ich gesagt, ja, das tut mir auch leid und bin rausgegangen. Also, ich befürchte, dass das nicht so stark ist. Aber es hat zumindest für die Runde geholfen, ne? Also, Rot ist mich sehr sachte angegangen. Ja, ey, wir können ja doch gerne weitermachen. Also, witzig. Hier werden Bündnisse geschmiedet mit beiden Parteien von Team Gelb. Team Grün, schaut aktuell mit 19 Punkten etwas in die Röhre. Team Gelb, 30 Punkte am Start. Halleluja. Da könnte noch was gehen, aber wird langsam eng. Sie meucheln mit jedem, aber das bringt denen noch nicht so viel. Team Rot, etwas abgeschlagen wieder von Team Blau. Die waren mal näher dran, aber da geht noch was, oder? Ich glaube, Team Blau hat auch noch nicht das Treppchen sicher, also noch nicht den ersten Platz sicher. Wir gucken mal rein. Ab geht's in die nächste Runde. Es sind nicht mehr viele. Es sind noch 4 Runden, wenn ich das richtig habe. Also, let's go. Jetzt nochmal eine kleine Strecke. Eng, vor allem eng. Busse sind hier richtig Pain und davon haben wir wieder 5 Stück. Also es hat sich nicht viel geändert. Team Gelb wieder mit 2 Bussen am Start. Bin mal gespannt. Rammen, gucken wir hier wieder zu, wie er beim vorderen Mittelfeld startet. Wir haben wieder Busse, die mitfahren, aber auch die drehen. Erste Kurve hier direkt. Uff. Jonathan kann sich da gut durchschummeln, obwohl er so eine leichte
zwei Reifenaktionen hatte. Stark. Christian hat auch nochmal das andere Auto ausgepackt. Fühlt sich damit irgendwie besser. Ist ein Ticken langsamer, glaube ich. Hält vielleicht etwas mehr aus. Oh, Jay wird hier. Oh, da müssen wir direkt zu Team Gelb. Doch, du kannst ja nicht direkt drauf zielen. Ich habe nicht drauf gezielt. Ich wollte gerade zum Rand fahren, um nicht drauf zu zielen. Ich wusste nicht, wie die Kurve verläuft. Sintika auch wieder richtig Aua bekommen. Nancy, hör auf jetzt. Die wird heute aber auch von jedem einmal gehauen. Ich glaube, wir mögen uns alle nicht mehr, das gerade der Ton ist. Ich mag eigentlich alle. Ich glaube, hiernach entfernen sich alle von der Friendlist. So soll das nämlich sein. Nicht hier verbünden. Na, sollen sich alle hassen, die hier mitgemacht haben. Gemeinsam rückwärts gegen die Bahn. Dankeschön für euren Support hier. Hast du Bubble? Hallo? Die Busse campen mir voll in der Mitte irgendwie. Sintika holt sich. Holt sich hier Dizzy. Und Peter. Peter, nein. Guck mal, kannst du nochmal abwenden, aber Milchbaum. Was soll ich jetzt hier machen, wenn ich hier Johnny blockiert. Dalu drängt mich gerade komplett in die Wand. Ja, hä? Wir sind gegen alle. Wir labern doch nur. Wir labern doch nur, dass wir Freunde haben. Ja, langsam ist das schwer, Jay. Also ich glaube, unser Bund ist. Ich gehe mal zu Team Rot, wie sich das da anhört. Oh, das ist so gut, Sintika. Das ist legit insane. Das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir. Schön, sie hat stark hier vier Leute aufgehalten und Sintika nimmt noch Bram mit. Ja. Mango kann vorne wegfahren und pumpen. Nice. Autsch. Gute Drehung, Peter, den nehme ich. Oh, Peter. Jen tut weh. Oh, Jen hat auch Dalu richtig Schaden gemacht. Eieiei, und Sintika ist auch schon wieder da. Und Dizzy räumt einfach Bram ab. Ja. Oh, ob's das wert war, Dizzy. Was ist denn hier passiert? Okay. Mango wird von Team. Marty angehauen. Okay, wir gehen mal zu Team Grün. Oh, Milchbaum hat gerade richtig. Der wurde fast down. Richtig von Nancy bekommen. Oh ja, aber Nancy ist wirklich. Da fehlt nicht mehr viel. Bei Peter fehlt aber auch nicht mehr viel. Mal gucken, wie viele Leute jetzt hier noch ausfallen. Dalu hat auch richtig auf den Arsch gekriegt. Oh nein. Alter Milchbaum, gönnt hier richtig. Die Graced, was das Zeug hält. Ich glaube, ich werde 9. Hier vorne, da sind die Punkte. Peter. Oh, Nancy holt sich Johnny. Und Scizor ist irgendwie gefangen. Im Wald. Sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Nancy könnte sich jetzt hier noch Christian. Jen, hau ab. Oh, Christian gönnen. Nancy hat mich gekillt. Oh, ich hasse Busse eigentlich. Alter, wie unlucky. Und Nancy. Nancy ist tot. Nancy ist wirklich auch noch down gegangen. Richtig knappes Battle hier. Oh, zwischen jawohl. Blau. Weg mit dir. Oh. Oh. Autsch. Okay, out! Und Jay hat auch nicht mehr viel Leben. Platz 4. Milchbaum gönnt sich hier einfach die Punkte. Milchbaum tried. Aber was soll man machen, ne? Da muss das ganze Team delivern. Ist halt keine Einzelleistung, auf die es hier ankommt. Milchbaum? Auf Platz 4 übers Ziel. Stark! Und Dizzy auf Platz 6. Ich bin 6. Reicht halt nicht. Zweiter Platz wird knapp. Blau, sehr weit vorne. Gelb, 77 Punkte. Rot, 75 Punkte. Nee, Marty, die sind alle schon durch. Scissor ist am Start. Die sind alle durch, die haben alle keinen Pfeil mehr über dem Kopf. Habe ich heute gelernt, dank euch hier im Chat. Ach Sonja, du hast ja nur 23 Punkte. Hast du überhaupt irgendwann teilgenommen hier am Rennen? Sintika dreht auch noch ihre Runden. Aber Scissor möchte gar nicht. Scissor möchte gar nicht. Hat gar keinen Bock auf Konfrontation. Und damit ist Gelb auf Platz 2. Was haben wir hier? Bram hat ordentlich Punkte gemacht. Mango aber auch. 38. Stark. Und Marty macht trotzdem auch 12 Punkte mit dem Bus, ne? Schiffen bin gleich wieder da. Also, die sind ins Ziel gekommen, richtig. Oh Mann, ey, ja. Ich hab die Hälfte der Punkte fast von 7 Leute haben es nur ins Ziel geschafft, genau. Die, die vier Busse, die haben es. Die haben es nicht getried. Aber wild. Aber wild. Ich bin ist auch sehr enttäuscht von mir selbst. 11 haben überlebt und 7 sind ins Ziel gekommen, Cookie. Mit dir ist das ein easy win. Ja, dachte ich auch. Ich dachte mit dir. Mal gucken, was jetzt hier bei Team Gelb wieder meuchelt.
Nein, ich gehe nirgendwo hin. Ich will auch nicht mehr. Ich will nicht mehr weg. Ich glaube, die Zeit für Diplomatie noch vom letzten Mal. Na Christian, wir können auch gerne noch mal sowas wie Hellride machen oder wie heißt das andere Firebums? Also diese Strecke, die hat richtig einfach nur eckige Kurven. Total komisch. Oh nee, das ist was anderes. Hallo. Guck mal, ob du so eine von den krassen Dingern findest, so Hellride. Was ist denn los, Therese? Nichts, ich wollte nur mal sagen, gucken, wie es so geht. Die letzten Mal, als ich hier unten war, wurde so viel geredet, dass ich nicht mal Hallo sagen konnte. Ich hab mich nicht getraut. Christian? Hast du meine Haare? Kannst du mal nach Hellride oder dem... Achso, okay, ich dachte, du hast mich nicht mitbekommen. Aber die ist auch okay. Und zwei geflechtete die ist auch okay. Nee, habe ich alles gesehen. Okay. Ah ja, stimmt, das ist Bus. Da hat der Christian ein Trauma. Das steht dir sehr gut. Ja. Weißt du was? Ja. Ich habe nicht mal Extensions drin. Ja, Deathloop. Du hast auch großartige Mega. Haare. Wie viele haben wir denn noch? Ja. Ich glaube 3. Wo nicht? Ah, okay, dann können wir hiermit anfangen. Dann haben wir die anderen auch noch. Genau. Du musst machen auch wir so. Geld dafür ausgeben, weil das Danke. Ich musste so lachen, als du mich rübergeflogen bist. Tut das weh so immer zu Frisur. Merke hier Spannungen. Team Rot, was ist hier los? Also irgendwie. Ich dachte, das sind Vierer-Teams. Warum? Aber wir spielen ja. Er hat's probiert im Chat. Wir spielen ja 9-4 gegen den Rest. Aber wenn ich das richtig habe, habt ihr doch ein Bündnis da mit einem anderen Team, nein, oder? Nein, das ist ein Betrug. Nee. Dieses Bündnis mit Team Rot gibt es nicht. Die wollen von uns nicht angegriffen werden, um uns anzugreifen. Also, ich weiß nicht. Da müsst ihr selbst entscheiden, wie ihr das wertet. Aber ich glaube, Team Gelb ist selber verwirrt. Es ist wie bei Pokémon. Haut sich selber, wenn Aha. die verwirrt sind. Aber gut, ich glaube, Absprachen gibt es jetzt keine mehr, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ist vielleicht eure Chance nochmal, den ersten anzugreifen. Peter, kann das sein, dass wir noch 3 Rennen haben? Ich würde sagen, ja, dann, also wenn Mit wir dem? 16 fahren wollen, haben wir ja. 3 Rennen noch. Okay. Ja. Okay. Dann 3 Rennen noch die Chance für euch, Team Blau zu überholen. Ich drücke euch die Daumen. Denn, Auf geht's. So räudige Gewinner will ich eigentlich nicht vorne sehen. Aber Perfekt. Ihr macht das. Ich glaube an euch. Dalu, das ist jetzt die Looping-Map, ne? Und alle scheiße. Mal gucken, ob das... Also Team Blau ist halt auch das beste Team aktuell. Nicht nur taktisch, weil sie vielleicht sich da einen Vorteil erspielt haben, indem sie mit jemandem gebundelt haben, aber auch fahrerisch sehr starkes Team. Dieser Jay mal Diplomatie... Gucken wir mal eben durch, ob alle die richtigen Teams haben. Sieht ganz gut aus. Let's go. Es wird echt schwer für Team Rot. Es wird echt schwer für Team Rot, da nochmal aufzuholen. Es sind 8 Punkte. Und Team Blau müsste jetzt ordentlich Hammer gefokust Head. Werden. Warum? Aber dürfen wir fahren. Wenn sie sich schon absprechen, ja, warum alle nicht alle gegen Team Blau? Warum? Ja, dann. Gucken wir uns mal an, was Team Gelb so sagt, Pass nachdem auf, sie sich mit allen Bündnis mit jedem Team verhatet haben. Am Ende kommt raus, dass er mit jedem eins hatte. Nancy hat's durchblickt. Nicht mal Team Gelb, bitte. Den Bus nicht den Looping nehmen. Man kann vor dem Looping links fahren. Okay, das ist kritische Info. Ja, ich dachte auch. Ach, guck mal. Da werden die Infos gedroppt. Natürlich nicht möglich, mit dem Bus durch den Looping zu fahren. Also sehr erschwert. Bei uns im Team. Ist das Absicht? Sehr erschwert. Ja, wir bei euch im Team. Ich wollte nur nachfragen, ne? Klar. Ich kann auch so viel Trash talken, wie ich möchte. Oder darf ich das auch nicht mehr? Da hat jemand das Gefühl, dass wir öfter 2 statt 3 Punkte bekommen haben. Martin, ich fahre links an dir vorbei. Wir haben ein. Super, ich bin vorbei. Ein Dave, der hier direkt auf Dalu geht. Halleluja. Was geht denn da? Jen also fährt mit richtig die, rum. Die Rückwärts-Demolition-Taktik, ja? Nur für vermeiden den Hier Looping. Fliegen die Autos. Ja, Peter leicht quer gekommen. Oh mein Gott, ich fliege gerade. Oh, und wird direkt rein. Von Scissor gebumst. Out, Bob Peter ist direkt wieder am Arsch. Hey, so Jay. Wird das doch nicht, das Team Rot. Das hat bis jetzt immer so gut funktioniert. Ich versuche das einfach mal. Aber Team Blau ist auch etwas abgeschlagen. Bisschen weiter hinten. Nancy fährt auch keinen Bus mehr. Ich habe gut hochgenommen, ey.
Richtig. Fahren sie überhaupt noch Bus? Ich weiß es nicht. Oh, fantastisch. Aber grün! Oh, Christian und Tina haben sich so gekebbelt, dass sie. Dass er weggeflogen ist. Ramm erster. Oh, Jay und Dizzy. Okay, es fahren noch mehr Busse rückwärts. Oh, Dalu gönnt. Na gut. Dalu hat richtig Bock. Gehen wir mal zu Team Grün rein. Die gerade führen. Das wäre so awesome, wenn Team Grün jetzt mal eine Runde gewinnen würde. Würde ich hart feiern. Würde ich hart feiern. Milchbaum, seitdem sie nicht mehr Bus fährt, sondern Auto. 10 von 10. Zusammen durch den die macht das. Ja. Oh, Dizzy hat. Oh, Dizzy hat ordentlich Schaden. Oh, Johnny und Martin. Du bist durchgekommen? Warum? Gut, schön. Autsch. Zurücksetzen unterbrochen, danke für nichts. Nein, ey, was? Oh, Nancy Scheiße, tackelt sich hier so in den anderen blauen Bus. Ich konnte. Autsch. Ich hab dreimal. Also, Team Blau steht sich aber auch im Weg. Christian mit seiner Taktik, den etwas robusteren Wagen zu nehmen. Geht hier ganz gut auf. Aber das Führungsteam hat auch noch nicht so viel Schaden bekommen. Oh, nice, Christian! Hier Mango einfach verkauft an Team Gelb. Also manchmal habe ich Pech und heute. Milchbaum wurde von Nancy gedreht. Autsch. Heute habe ich gar nichts. Manchmal habe ich Pech, heute habe ich alles. Team Grün. Ich weiß ist noch in Führung, aber glaubt irgendwie nicht mehr dran. Wir sind aber übrigens in Führung. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Felix hat ganz wilde Sprachprobleme. Wir gehen mal zu Team Rot rein. Keine Achtung. Oh, Team Blau gönnt sich auch Punkte. Das ist Grabhügelzeichen eher. Wieso kann Bram vorne so frei fahren? Was ist da los? Punkte wären wichtig gewesen, Mango. Oh, ich bin enttäuscht. Und Jay. Okay. Sorry. Peter hier auch. Team Rot struggelt hart. Team Rot struggelt hart. Peter, die Racing Team Grün. Ich wurde komplett weggehauen. Holt sich hier noch. Felix, was war das denn, Alter? So viele Busse gegen dich, hast du schwierig. Oh, Dalu ist aus dem Looping geflogen. Nice. Holy Wowly, was war denn da los? Ich glaube, Gelbbündnis ist. Da, also, gibt's nicht mehr? Ich ist da. Es gab es doch nicht. Oh, Dalu! Das werden wichtige Punkte. Team Gelb gönnt sich auch nochmal. Mit Marty und Johnny. Leute, ich brauch Hilfe, SOS. Dalu, letzte Runde, ne? Scissor, gönnt sich jetzt hier nochmal Sintika. Ich hab eine 41 Abkürzung genommen, aber die kostet uns wahrscheinlich den Sieg. Mangum, wir brauchen deine Points Alter, wieder. Dave! Die Points kommen! Holy shit! Hinter dir. Ja, aber ich werde sterben. Oh, Marty hilft auch noch, Dave. Nee, du wirst nicht sterben. Sintika hat noch eine Überlebensrunde bekommen, aber ich glaube, Dena möchte den Punkt haben. Aber es wird jetzt Milchbaum! Es wird Milchbaum nicht auf Sintika fahren! Wieso holt sich keiner den Punkt? Wir werden noch ein zweites Mal angreifen. What the fuck? Die tote Leiche von Jen hat gerade Sintika getötet. Ich komme ins Ziel. Schaff das! Mango gönnt sich hier die Punkte! Na, auf Platz 3. Wichtig. Wichtig, Blau gönnt sich auch noch Punkte. Jetzt darf keiner mehr down Dave gehen. Fährt noch. Oh, Dave fährt noch. Wie Dave darf nicht ins Ziel kommen für Team Blau. Dann. Aber das schafft er. In 24 Sekunden wird er das schaffen. Mega gut. Das ist mega Dave gut, wird das noch schaffen. Abfall! In 19 Sekunden. Nein, wir haben verloren. Dave wird das jetzt ins Ziel bringen. Damit haben sie uns. Wie ist denn so die Laune Mann! Bei euch? Oh, Jay ist schon wieder da. Jay bei dir? Bei mir ist die auch super. Ich wollte nochmal. Perfekt. Was ist es euch wert, dass ich Team Blau hintergehe? Ist zu spät, leider. Hätte ich gerne mit dir gemacht, aber ist zu spät, ja. Bram, 53 safe. Punkte geholt. Also, die hätten nicht einmal mehr Zweiter werden dürfen. Alter! Holy moly. Das war krass. Alter, geht hier die Runde, aber wir haben schnellste Runde, deswegen haben wir gewonnen. Ach, das ist das so ein Ding? Also kam der Bonus oben drauf oder was? Ja, die schnellste Runde gibt einen Punkt. Ah, der Bonus aus der Regie oder was? Richtig Punkte haben. Das heißt, wenn die letzter werden würden, wäre das ja schon belastend. GZ, Bram, das war ein geiles Rennen. Das war ein starkes Rennen. Ich würde nicht auf die Schwächeren, Bram, komm bitte. Hier wird sie so hart. Okay, so. Wer ist jetzt. Okay, kann ich jetzt. Doch, jetzt kann ich wieder mit euch reden. Also, wie sieht's da aus? Es gibt jetzt noch Rennen 14, 15, 16. Nur noch 15, 16, Dalu. Noch zwei? Ich aktualisiere gerade die Punkte, Moment. Wenn die noch zwei Rennen, wie viel kriegt das erste Team? 5, ne? Ja, das Problem ist, du hast ja das würde, also es und kriegt das letzte Team einen oder zwei? Das muss ich euch leider weiter anhaben. Dann ist es nicht mehr möglich.
Ich glaube, wir kommen hier nicht zusammen. Ich glaube, es ist das Rennen ist komplett entschieden auf dem Scoreboard. Da kann nichts mehr passieren an der Reihenfolge der Teams. Da hat der Dalu leider recht. 10 Punkte. Hat Sepp noch nicht die Regeln gesagt, dass die letzten beiden Runden doppelt zählen? 10 Punkte? 10 Punkte? Feuerring kommt als letztes, Leute. 1? Das ist ja doppelte Punktzahl. Ich bin schon so. Das hat er doch geschrieben. Ich bin schon alles oder nichts drin. Es gibt so eine doppelte Punktzahl. Ram ist jetzt bei Team Gelb drin. Wenn wir bereit sind, das Messer niederzulegen, ne? Dann könnte man darüber nachdenken. Wir wären dazu bereit. Also sofern ihr Bock habt, wirklich noch hier was zu reißen, ja. Ich meine, ein bisschen Leute, die Rot in ein Arschloch schieben, ja, da können ja gebrauchen, solche Leute. Also, ja, das Ding ist mit Team Rot jetzt komplett gebrochen, möchte ich an der Stelle sagen. Also, ja, wir auch. Und ich biete gerade an, Blau-Gelb wieder aufleben zu lassen und euch noch zum zweiten Platz zu verhelfen. Schalke Dortmund, wie geht let's go. In zwei Runden? Ja, ja, ihr gewinnt zweimal Erster und Team Rot wird Letzter. Zweimal Letzter. Ja, das ist probierend. Und wir müssen halt, wir bleiben ja dann vor Rot. Haben wir nicht noch drei? Müsstet ihr, ja, dann müsstet, nee, es sind nur noch zwei, glaube ich, wurde mir gesagt. Ach so. Oder? Es sind noch zwei Runden. Es sind noch zwei Runden, ja. Es sind noch zwei Runden. Okay, das heißt, es sind noch 10 Punkte. Das heißt, wir können noch auf, nee, geht ja nicht mehr. Wir können ja dann nur noch auf 44 kommen, Bram. Ja, und wir haben 44. Na gut, zweiter oder dritter, ne? Ist der Unterschied? Dritter. Gibt ja keinen Unterschied mehr. Wir sind auf jeden Fall Dritter. Wir bleiben Dritter. Stimmt. Werden und Vierter werden wir auch nicht mehr. Na dann versuche ich jetzt die Grün zu retten. Nee, ich hab mit Team Rot gebrochen. Ich werde ihr wisst euch schon, dass wenn sie versuchen, Team weg. Grün zu retten, dass sie dann auf uns gehen. Nein, ich hab meine Sympathie ist dem blauen Team. Ja, ich hab mein Team Blau rein. Geil, ey, dann haben wir Team Braun, braun, blau. Einfach Team Braun. Okay. Komm, Dave, wir fahren jetzt aber vorne weg. Eine Runde, ein Rennen lang. Machtdemonstration. Kann ich irgendwie die. Oh, Nancy hart. Kann ich irgendwie die Sicht ändern, ein bisschen? Du kannst mit dem. Was für ein. Hast du also, einen Stick oder ein. Ja, Ukraine for the win. Blau-gelb. So schaut's aus. Dave, das sag ich dir. Aber Johnny versucht es auch nicht. Ja, den Sprung. Und nach links springen. Ach so, ja gut, das weiß ich nicht. Okay. Ah, ich sehe warum. Oh. Ja, hier die Strecke ist wild. Das ist doch keine gute Entscheidung. Oh, Busse ohne Ende. Oh, Gelb hat reingebusst. Drei Busse. Oh Gott. Gelb hat richtig. Alter Jen! Immer noch Dritter. What? Ja, Mann, weil du bist ein. Okay. Okay. Wir sind einfach richtig geil. Wir zusammen als Team. Als Team Braun. Alle fünf. Alle fünf als Team. Alter, Sintika ballert hier auch alles an, ey. Ist Blau und ist Blau und Gelb zusammengemischt? Au! Ah ja, ist Grün. Au! Ja, Team Grün. Blau und Gelb ist auch Ukraine, ne, Leute? Auf jeden Fall irgendwas. Blau und Gelb ist Ukraine, ja, stimmt auch. Richtig. Mit Jay zusammen. Also Team Gelb will ich gerade richtig einfach nur abpacken. Und Team und Chris auch. Na, guck mal, Jay hat Dave. Also ist aus dem Weg gegangen, hat Peter gerannt. Boah, Jay, die ist Snitch. So salzig, ich geh zu Rot. Rot sagt gar nichts mehr. Rot ist. Natürlich. Ultra. Der gute Zementreifen ist auch mein Lieblingsreifen. Rot ist übelst abgefuckt, glaube ich. Damit fährst du am schnellsten, wenn du aus Zement siehst. Uff. Fahren hier überhaupt. Sind alle schon tot? Ich bin auch verunsichert. Hier kommt also jemand Dena ist, glaube ich, gleich wirklich tot. Alter Scissor! Ich finde es gut, dass den Takedown nicht. Team Gelb jetzt aus Symbolik heraus. Oh mein Gott. Mit unterperformen. Was für ein Pech. Und dann machen die sich gegenseitig wieder. Das gibt's doch nicht. Team Gelb nimmt mich nur noch hot. Gelb ist einfach. Oh, that's not a thing. Unlucky hier. Da fahren wir viele, oder? Kann nicht sein. Ich glaube auch, dass nicht mehr viele fahren. Naja, drei Leute sind tot. Ich habe einen Bus abbekommen. Ich glaube, da fahren noch einige. Die Strecke ist halt noch ein bisschen länger. Dann kann Jamie schnell wiederholen. Der ist komplett im Rage. Problem ist, Ram sind Digga. Ja. Ram hat mich überholt. So, mogelt sich hier so durch. Christian hat auch genauso wie Dena eigentlich gar kein Leben mehr. Und Sintika könnte sich jetzt. Oh! Entscheidet sich aber für Marty. Eieieiei. Jay hat halt auch nicht mehr viel, aber.
19 Komm, Dena, könntest du dir Marty gönnen, ne? Ah, du wirst selber AP, sterben. Aber ich kann Scissor killen. Ja. Marty wild. Was? Jetzt wurde beschissen. Oh, Sitika. Und wir sind beide halt. Super low. Oh, oh Mango! Autsch! Autsch! Das ist bitter. Und dadurch wird Mango halt hardcore überholt. Und Mango wird nochmal runtergekickt. Jay blockiert mich jetzt. Autsch. Damit gewinnt Bram. Autsch. Und wir gehen mal zu Bram. Kannst du noch kriegen? Ich bin erster geworden. Alter, Blau. Nice! Blau hat so Support von Gelb. Geführt, Team Blau. Wir sind ja einfach so gut. Dominanz. Uff. Naja, ich glaube, nicht nur an Blau liegt es gerade, es liegt halt auch an Gelb. Und bei denen möchte ich mal rein. Johnny, Matti und Scissor. Hey, was soll das denn jetzt? Ja, Team Gelb ist bestes Team außer Matti, Johnny und Scissor. Ist halt. Aber was ist denn jetzt so feindselig hier? Nee, ich bin ja für Team Gelb. Nee, du bist eigentlich nur für Jay. Was? Nee, das stimmt, der repräsentiert alles, was Team Gelb auch wichtig wäre. Oh, Mango hätte er noch kriegen können. Ja? Der also ist halt nicht so hinterrücks, so Grima-Schlangenzungen-mäßig wie ihr drei, ja? Was? Ja, du hast so recht. Absolut, ich stimme dir 100% zu. Ja, ich denke, da schätzt ihr mich. Da wird ja gerade, also als ob wir unserem Bündnis nicht treu wären. Also, Jay ist einfach Liebe, ja? Uff. Ich habe das Gefühl, Jay spielt sehr viel für schon seine nächste Runde Breakfast hier. Was das angeht. Ich hab da davon. Das ist aber ein Schatz. Das war so schön. Das hat richtig Spaß aber gemacht. Mega cool. Das war wild. Ich hab, das war ich lustig. Drei oder viermal weggebumst. Kommen wir schon leider zum Abschluss. Zur Abschlussrunde. Es wird der brennende Feuerring sein. Ah, jetzt wird ein Schuh raus. Was? Es ist Hellride, das große Finale. Okay. Und nein, wir machen keine Vorgaben. Okay. Wir können das nach dem Event nochmal besprechen, ob wir mal Busse irgendwie einschränken, verbieten. Das war wild. Werden wir nach dem Event machen. Das werden wir nicht während des Events Runde, einfach oder? So einfügen. Ja. Das wird jetzt ja irgendwas ganz Ausgefallenes werden. Ja, das ist auch. Punkte Hellride sind aktuell irgendwie broken. Peter trägt die Punkte gerade neu ein. Hellride. Ich hoffe, das wird dann sofort jeden Moment aktualisiert. Auto. Ich wähle keinen. Kann dann mal eben kurz bei Team Rot rein. Hören. Da wird schwierig, die Punkte. Nee, 69, glaube ich. Nice. Nicht. Aber auch bei 47. Das ist relativ festgefahren jetzt für die letzte Runde. 59 Punkte blau. 50 Punkte zu haben. Autsch. Dann können wir sagen, wir sind durch 10 teilbar und durch 5 teilbar und durch 2 teilbar. Und wir hören uns nochmal cool an, was Team Blau sagt. Aber die anderen vier haben Runden. Das auch sehr gut gemacht. Vier Runden auf Hellride. Denn, ganz ehrlich, ja? Ja. Ja, wann bist du nach Rust so weich geworden? ich hab jetzt so ein Image und deswegen muss ich ja auch ein bisschen nett sein. Also mit Reichweite kommt ja auch, wie heißt das? Verantwortung. Aber du darfst sie ja auch. Dankeschön, André, hier auch nochmal fürs Trinkgeld. An Team Blau. Dankeschön an die Subs hier für die Unterstützung. Dankeschön, Leute. Das ist aber auch nice. Hydriert euch. Mann, mein scheiß Sofa ist nicht blau geblieben. Bevor es wieder ins Finale geht. Da werden Sofa-Cars rausgeholt. Ja, darf ich die letzte Runde mit euch fahren? Ja, sehr gerne. Guck dir das an. Also ich möchte mich von Jay distanzieren, sagt Johnny. Fühle ich mich einfach nicht mehr wohl. Muss ich sagen. Generell also, bin ich lieber Geld. Bei dem schönen Team Blau. Ja, Team Geld. Das ist Team Geld. Wisst ihr Bescheid? Für Money nur machen. Ja, ja, ihr bezahlt ihn doch. Oh, der Vote Kick ist wirklich ein Command. Oh mein Gott. Das wird wild. Ist okay. Ne? Ey, ich verstehe schon, jeder muss gucken, wo man bleibt, ja. Aber ich wusste nicht, dass du hier schon, selbst bei Wreckfest, deine Position für Geld verkaufst. Aber ich meine, die Gase ist gut, ne? Also. Wir gucken Bram mal zu, Alter, wie sein Sofa direkt einen Abgang macht. Mähdrescher oder was? Ei, und da fliegt er direkt! Kriegt 10 Schaden!
Nee, 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 das waren Menschen. Johnny! Es geht ja. Nee, es zumindest um die Ehre hier noch. Mal gucken, Runde. Wie das. Ich habe einiges aufzuhören. Oh mein Gott. Wie das hier jetzt noch also läuft. Ich Blau macht sich ein bisschen Spaß draus, weil sie sind. Wir probieren es einfach. Wer ist da meinen Rücken so gefahren, Alter? Vier Runden, Alter, das ist ja unmenschlich. Liegt da einfach nur. Die Cockpit-Ansicht? Mit dem Sofa, ja. Oh, Chris hat Jay mich ist einfach. Wirklich bei Team Chris Blau geblieben. Chris scheint heute echt salzig zu sein. Ich weiß nicht, was da los ist. Er hasst mich. Jay, ich bin ganz außen so auf diesem. Ja, alles gut, alles gut. Ehre. Dena kämpft sich mit Marty. Hier liegen Leichen. Kommen wir nicht mehr hoch. Aber die, also die Sofas, die sterben nicht instant. Das war früher mal so. Die kriegen jedes Mal, wenn die abfliegen, gewisse Anzahl an Schaden. Oh nein, Dena ist low. Dena kommt gleich auf dich zu, der ist low. Ja, der ist. Aber. Oh, Mango wird hier von Dizzy richtig in die Mangel genommen. Stark. Gelb oder Geld? Ja, Team Geld. Ich bin einfach dead. Ich schub's Dalu an. Ich bin einfach dead. Was mit der Kamera hier? Sorry for that. Alter. Ich konnte sie gerade nicht bewegen. Alter, hier werden alle weggeschummelt. Team Rot hält sich wacker. Wir gehen mal bei Team Rot rein. Team Rot. Da haben die einfach Steuerung T auf mir gedrückt und einfach mal kurz vertikal. Nicht so happy, glaube ich, oder? Die Peter hat richtig auf den Arsch gekriegt und Dena ist gleich kaputt. Das sind 5 Punkte auf der Strecke. Da liegen 5 Punkte auf der Strecke. Einfach mal eben antippen. Wieso klippt man denn so mies in Busse einfach mal, selbst mit dem Sofa würde ich es, glaube ich, tryen. Die Sofa sind einfach turbo squishy. Da, du, 5 Punkte. Aber die haben so, also die haben ja so gut wie kein HP, oder? Ja, genau. Einfach direkt da liegt das nächste Sofa. Johnny und Nancy sind tot. What? Lustig. Die sind noch vor dem Sofa tot. Was ist da los? Christian punktet, Dizzy punktet. Team Grün ist gut dabei, aber Team Rot führt trotzdem noch. Wir gehen mal zu Team Grün. Oh mein Gott! Wie kann das eigentlich sein, dass wir. Alter. Nee, ich bin nicht mehr. Ey, das. Alter! Alter, die arme Citica, die wird als Bus hier auf der Map trotzdem noch so durchgenommen. Aber hat sie Punkte gut gekriegt? Oh, sie hat 13 Punkte schon. Das sind noch richtig viele Punkte, die sie gegönnt hat für ihr Team. Mit einem Grund, warum Team Rot noch so weit vor Team Grün ist. Aber Jay hat nicht mehr viel. Grima, Jay. Hat nicht mehr so viel. Christian. Christian, gucken wir mal. Nice. Oh, Scissor. Scissor gönnt sich. Einfach so out of nowhere. Jen ist fast tot in ihrem Sofa. Wen haben wir noch am Start? Ist letzte Runde jetzt, Chris, oder? Dave ist hier auch am Düsen. Dalu könnte sich noch Dodge Scissor holen. Ja, nice. Und Christian gönnt sich das Ziel. Christian ich bin ist damit tot, nicht reichen. Erster? Warte mal. Das ist jetzt aber durch, ne? Ich war die ganze Zeit Dritter. Bist du fertig? Michi ist ja Vierter. Muss dich zurücksetzen. Komm, Sonja, wären wichtige okay, Punkte. Felix sein Auto. Wären wichtige Punkte, aber Team Rot doppelpunktet. Autsch, wir gehen mal zu Team Rot rein. Und Cintica holt sich da noch ein um den anderen Punkt. Oh. Cintica 22 Punkte, extrem wichtig und fürs Team und Mango. Mango 31 einfach. Nicht. Mango der 31er. Komm da, Lu. Schade, ich hätte Team Grün, ich hätte Team Grün einfach nochmal gegönnt. Ein Sieg wenigstens. Aber es sollte halt nicht sein. Dena war instant down mit seinem Harvester. Wollte auch einfach nicht gewinnen. Ich sehe, ist immer noch auf dem Kurs, Leute abzuwacken. Ja, ich hab grad, konnte mich halt nicht entscheiden, ob links oder rechts. Das war ganz das ein ist weird bitter. Aber Sofa hat überlebt. Wild. Also, wir haben uns doch auf was nicht mal das. Wild, dass Dave da noch überlebt hat. Krass. Mann. 6 Punkte damit geholt. Ja, das war gut. Es hat wieder Spaß gemacht. Waren gute Lacher bei. Wir gucken mal, was Jay noch so sagt. Bilden dürfen. Ach,
schön. Wir gehen mal, komm, wir gehen mal hoch in die Lobby. Lass mal alle zu uns kommen. Ah. Zur großen Siegerehrung. Hey. Hey. Da sind die Kontrahenten oder aber auch Verbündeten diesmal. Es ist ja nicht mal so ausgegangen, dass alle Spieler in ihren Teams geblieben sind. Ich glaube, das war das erste Mal. Mit Team Geld mehr identifizieren. Die Ukraine hat quasi gewonnen heute. Team Blau-Gelb. Ja. Warte mal, ich hole nochmal die anderen hoch. Wenn man es mal rein politisch sieht, ist es Zufall, dass Team Gelb Team Geld wird? Also eigentlich wurde nur Jay bezahlt. Der war nämlich. Ich wurde nicht bezahlt. Jay wurde mit Liebe bezahlt. Jay war mental bezahlt. So, jetzt wo alle da sind, einmal kleine Siegerehrung auf dem vierten Moment. Platz mit. Punkte sind noch nicht aktuell. Einen Moment. Ah, warte, Moment. Dann. Auf die Minute genau fertig, ey. Warten wir noch kurz auf die aktualisierten Punkte. 21 Uhr angegeben. Da erinnert sich auch nichts mehr. Ja. Ey, wir haben auf. Alter, das ist Punktlandung, ne? Ja, 21 Uhr, jetzt Frankfurt spielt gleich, deswegen. Ja, meine Jacke muss auch wieder ablegen, also. So, jetzt müssen nice, die Punkte Peter. Final sein. Einmal Applaus für Peter, der hier ganz großartig sich heute um die Punkte gekümmert hat. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und einmal Applaus auch an Christian, der sich um die Strecken gekümmert hat. Dankeschön auch da. Dankeschön. Aber Chris hasst mich. Applaus an Jay, der sich um Team Blau gekümmert hat auch. Ja, danke auch an Jay. Gerne. Also ich möchte ja, dass alle Gäste Spaß haben. Ja, ist schön. Team Grün braucht auch noch, weil die waren so gut heute. Also, kommen wir zum Siegerehrung. Hat Team Grün überhaupt mitgespielt? Ruhe! Team Grün! Glückwunsch! Ich hab Team Grün sehr prägnant wahrgenommen. Die waren sehr aktiv, wirklich. Ja. Also Team Grün, Glückwunsch mich hasst. Zum vierten Platz. Da waren einige geile Sachen bei euch dabei, aber irgendwie waren die Busse heute einfach nicht unter dem richtigen Stern bei euch. Da war einfach... Der Bus auf unserer Seite. Wir hatten keinen Fahrschein. Also ich muss ehrlich sagen, Felix hat uns einfach voll runtergezogen. Ich habe das 9-Euro-Ticket verzogen und ich habe jeden Bus genommen, den man nehmen konnte. Also ich bin einzig froh, in diesem Team gewesen zu sein, weil es sehr lustig war. Sonja hat wieder sehr schöne Geschichten erzählt. Ich weiß jetzt, was sie gegessen hat heute. Mal. Ja, das ist doch super. Dann habt ihr... Ihre Haare und auch, wie das Essen wieder rausgekommen ist. Das könnt ihr euch vorstellen, warum ich mich nicht aufs Fahren konzentrieren konnte. Ich hoffe, ihr hasst mich aber jetzt nicht mehr. Doch, doch. Sich, hat sich nicht viel geändert zu vorher. Es hat mir wirklich so oft leid getan. Jeder Bus. Frag mein Team, es hat mir so oft leid getan. So Jeder Bus. Du warst mir vorher eigentlich auch egal. Also einmal kleiner Applaus. Komm, die ficken wir weg. Alle sind ja fein. So weiter, die ganze Zeit drauf. Ja. Irgendwie wird Jay auch krass hervorgehoben, irgendwie, dass er ein Bündnis mit uns hatte, dafür, dass drei Teams sich gegen uns verbündet haben. Das hat gar nicht geklappt. Aber ihr seid ja auch Erster geworden, da kann man das vielleicht verstehen. Ich habe mich nie gegen Team Blau verbündet. Oder? Aber ich glaube, wir sollten einmal kurz applaudieren für Team Grün, die ja hier auch eine großartige Leistung erwirtschaftet haben heute hier. Team Grün, ja, auf jeden das ist euer Applaus. Dankeschön. Kommen wir zum dritten Platz. Das ist Team Gelb. Bestehend aus Marty, Scizor und Johnny am Ende. Stark, danke. Dritter Platz. Ihr hattet ein starkes Comeback, nachdem ihr so in der Mitte einmal angefeuert wurdet von mir. Also da. Nice. Du kamst übrigens gar nicht zu uns für ein Interview. Der Applaus hält sich in Grenzen. Ja, das ist korrekt. ich klatsche jetzt mal für Team Gelb. Mal gucken, ob sich da jemand anschließt. Also zumindest für die drei, die noch in Team Gelb verblieben sind. Ja, ihr wart super! Kommen wir zu Team Rot, die den zweiten Platz belegen hier. Einfach mal starke Leistung bis zum Ende. Aber ihr hattet auch einen mehr gegen euch. Tja, das war einfach... Ihr habt alles gegeben, bis zum bitteren Ende gekämpft. Also da trotzdem stark... Und zweiter Platz, das ist ja auch eine Leistung. Ne? Auch so, auf jeden Fall. Also hier einmal Applaus für Team Rot. Dankeschön. Danke, vielen Dank. Oh, ich bin taub vor Applaus. Ja. Oh mein Gott. Oh, nicht so viel. Und jetzt. Das war ja auch so. Jetzt möchte ich aber was hören, Leute. Krass und deswegen sind ja alle auf Rot gegangen. Für den ersten Platz, Team Blau, sehr souverän das Ding nach Hause gefahren hier. Mit 60 Punkten.
eiskalt Erster geworden. Also da, Glückwunsch! Ihr habt nicht nur den ersten Platz gewonnen, sondern auch ein weiteres Teammitglied. Also, mega. Ja, man muss auch sagen, da Bram, Dave und Nancy, die haben es einfach verdient. Also ich glaube, die Power aus zwei Bussen und zwei starken Fahrern, die war einfach unschlagbar heute. Dado, du hast zwar zwei Teammitglieder vergessen, aber... Ja, Jay, aber ich weiß nicht. Du meinst Jane. Also ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht hier bei Crash Team Challenge. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es war alles mit dabei. Felix ist wieder geblieben. Vielen, vielen lieben Dank. Hey, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Haut rein, meine Lieben. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Ciao, ciao.